Also, hallo und herzlich willkommen beim Ruderboot. Heute live mit einer Wahnsinnsenergie hier. Das wird jetzt gleich jeder draußen am Bildschirm merken. Das ist schon die erste Sendeminute und jetzt begrüßen wir ganz herzlich also erstmal unser Publikum hier in Braunspetra. Wir sind mitten im Sommerfest, im hitzigen Sommerfest, bevor das Gewitter kommt oder der Regen, und neben mir die zauberhafte Julia. Wie geht's dir heute, also mal abgesehen von der Wärme, aber bei den vielen herzlichen Menschen? Na, mir quillt das Herz über. Sehr glücklich und habe ich gestern schon gesagt, gefreut auf dieses Sommerfest wie ein kleines Mädchen auf den lang ersehnten Rummel. Ja, und Rummel haben wir hier. Hier haben schon einige noch das Telefon an oder irgendwas. Vielleicht machen wir das noch aus an der Stelle, weil die Musik spielt jetzt hier vorne auf der Bühne und wir haben nämlich wirklich sehr, sehr tolle Gäste eingeladen. Magst du den ersten vorstellen? Na dann, gucke ich gleich mal zu meiner Linken. Also, natürlich brauche ich den Herrn links neben mir nicht vorstellen. Ich habe so über dich nachgedacht, also wenn es Gott gibt, dann hat er dich mit dem Auftrag auf die Erde gesendet, um als Ken Jebsen, als Aktivist für die Belange der Menschheitsfamilie und als unfassbar guter Journalist, ja, für Frieden, Freiheit, Demokratie einzustehen. Und das hast du die letzten Jahre mit Bravour gemacht, hast dich zu einem der besten und kritischsten Journalisten der Gegenwart etabliert. Aber in den letzten 2 Jahren ging deine Reise eher nach innen. Du hast gesagt, Ken Jebsen hat früher alles gesagt. Und Kayvan, so wie Sia Wasch, geht jetzt nach innen und zeigt euch, wie können wir mit diesem Wissen, was wir jetzt haben, umgehen. Und herzlich willkommen, lieber Kayvan. Ich finde es so schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Bei mir auf der Couch sitzt Professor Dr. Michael Mein und ich habe gerade sein ganz, ganz, ganz aktuelles Buch gelesen, das ist noch gar nicht veröffentlicht. Da steht ein markanter Satz von ihm, von der Speerspitze der Forschung zum Professor Dr. Kokolorus. Was das damit auf sich hat, das werden wir ja heute erfahren. Auf jeden Fall, die Biografie ist spannend von ihm. Er hat ein paar Jahre vor mir an der Leipziger Universität studiert, ist sehr früh schon Professor geworden in München an der LMU, an der Ludwig-Maximilian-Universität. Und er schreibt unglaublich viele Bücher, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Damit stößt er natürlich auf Kritik. Ich erinnere nur an die Propagandamatrix vor 2, 3 Jahren, aber auch Wir sind die anderen, wo es um Journalisten geht, die im Osten Deutschlands schon angefangen haben mit ihrer Berufslaufbahn. Dann kam die Wende und dann haben sie im Westen weitergemacht. Und eben jetzt das Buch Ich verlor die Uni oder Wie ich die Uni verlor. Das werden wir heute erfahren. Professor Dr. Mein. Ja, und dann haben wir hier unser Noviso-Urgestein, unseren Herzensmenschen Robert Stein, den Captain des Homeoffice seit 3 Jahren. Und ja, ihr kennt ja alle Robert, also der wissbegierigste Herzensmensch, den ich kenne. Es gibt kein Mysterium, für das du dich nicht faszinierst, und durch dich bewegen die weltpolitischen Themen. Und ich glaube, die Menschen und die Zuschauer lieben dich deshalb so sehr, weil man wirklich merkt, alle Dinge, die du behandelst, die gehen dir so zu Herzen. Du trägst eine Unschuld im Herzen wie ein Kind und eine Faszination. Und deine Verzweiflung ist dann echt, aber auch dein Optimismus. Und ich habe erlebt in Berlin, wie Menschen dich zum ersten Mal leibhaftig sehen und oh, Robert Stein, und sich so gefreut haben, weil wirklich tausenden Menschen eine geistige Heimat und auch eine Herzensheimat bietest. Also toll. Schön, dass du da bist. Ja,
Dann freue ich mich sehr auf unseren Künstler heute hier an Bord des Ruderbootes. Man nennt ihn auch den musikalischen Alchemisten, denn er ist Musiker, Sänger, Produzent. Er war schon als Teenager sehr aktiv, hatte seine eigene Band, hat damals Preise abgeräumt, hat international mit ganz großen Künstlern gearbeitet, zum Beispiel mit Musikern von Sting, Lenny Kravitz oder George Michael, Level 42. Man hört das auch, wenn man seine Musik ein bisschen länger kennt. Er macht ja wirklich schon Jahrzehnte Musik, mal funky, mal spirituell. Er schreibt auch spirituelle Bücher, er ist auch Coach und die Nuoviso-Gucker kennen ihn natürlich vom Nuovision Song Contest, denn den hat er gewonnen 2021, seitdem ist er in der Jury. Ja, und heute ist er endlich mal hier auf dem Ruderboot. Herzlich willkommen, Ralf Valentiano. Naja, und wir haben uns gefragt, wie eröffnen wir denn dieses Ruderboot und bei diesem Sommerfest? Und da haben wir gedacht, naja, wir könnten eigentlich fragen, haben wir allen Grund zu feiern? Was meint ihr? Also, wie geht's euch? Haben wir Grund zu feiern, uns zu feiern, das Leben zu feiern? Menschen zu treffen, genau, uns zu vernetzen. Robert, du bist wahrscheinlich schon am längsten hier, wahrscheinlich gestern schon hier gewesen, ne? Klar, ich bin gestern auch schon angekommen und ich glaube, es ist die beste Zeit, überhaupt eine gute Zeit zu haben hier. Today is a great day to have a great day, habe ich mal gefunden auf so einer kleinen Tafel und es ist einfach fantastisch. Wir haben so lange auf diesen Tag gewartet auch. Wir wollten das ja schon lange machen, aber durch diese unsägliche letzte Jahreszeit, die ganze, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, wirklich, also was wir alles erlebt haben, das hat uns das alles verunmöglicht und jetzt endlich hat sich das kanalisiert, dass wir alle hier zusammenkommen und einfach ein paar Stunden Freude, Spaß und Energie haben. Ich habe gestern schon gemerkt, hier gab es so eine tolle Energie, die ganzen Begegnungen, die ganzen Gespräche, die wir gestern schon hatten. Das ist der Grund, warum ich das mache, warum mich treibt es regelrecht an, so mich in die Gesellschaft von Gleichgesinnten zu geben, dass wir alle Teil von einem Kollektiv sind, das wir vielleicht gar nicht richtig greifen können, aber ich bin super glücklich und heute ist der schönste Tag meines Lebens einfach. Ja, es ist heute. Ja, Michael, wie ist das bei dir? Ich meine, angenommen, du müsstest jetzt entscheiden, dein Kollegenkreis in München oder hier. Was ist angenehm? Die Gretchenfrage. Das war jetzt eine rhetorische Frage wahrscheinlich. Ich meine, für den schönsten Tag in meinem Leben ist es ein bisschen zu warm. Ich bin ja auf der Insel Rügen groß geworden. Alles über 20 ist schwer zu ertragen. Heute sind wir deutlich drüber. Aber sonst kann ich Robert nur zustimmen. Kevan, wie geht's dir hier? Mir geht's generell gut, auch wenn das Mikro nicht auf ist, oder? Hört man das? Doch. Gut. Also mir geht's generell gut, weil wenn ich morgens aufstehe und ich bin gesund, dann ist eigentlich der Tag schon gerettet. Da bin ich also inzwischen sehr bescheiden geworden. Das Wetter stimmt auch und immer wenn ich in den Osten des Landes fahre, da treffe ich immer Menschen, von denen ich sagen kann, sie haben mehr Erfahrung als die Wessis, weil sie kennen zwei Systeme. Der Tag kann nur gut werden. Jetzt ist im Grunde ja auch schon alles gesagt und ich kann mich da wirklich nur anschließen. Im Grunde glaube ich, dass es immer gut ist, wenn Menschen zusammenkommen, die Ähnliches erlebt haben und sich gegenseitig dabei unterstützen. Und ich glaube, das haben wir hier heute und insofern lohnt es sich einfach, das zu einem Feiertag zu machen. Ja. Wer hier in der Runde wirklich einen Grund zum Feiern hat, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Rückblick. Wir haben ja wirklich Menschen mit Charisma hier auf der Bühne, wo es schon interessant ist, mal zu wissen, was hat sich denn in deinem Leben in den letzten 3 Jahren verändert? Also wie hast du dich verändert? Vielleicht fange ich gleich mit Herrn Professor Dr. Kokoloros an. Also wie kommt man denn zu so einem... Wie nennt man das? So eine Bezeichnung. Also ich meine, also du bist ja wirklich eine Koryphäe und über viele Jahrzehnte, du bildest junge Menschen aus, du bist jemand, der viele Vorträge hält, der überall zur Speerspitze gemacht wurde, überall geehrt wurde und plötzlich in den letzten 3 Jahren halt mal die Meinung gesagt hat oder vielleicht mal hinterfragt hat, Bücher geschrieben hat.
Na, das Professor Dr. Kokolores war ja die Überschrift in einer Spiegelgeschichte über mich, in der auch Ulrike Gero vorkam, Patrick Barb vorkam, Bhakti vorkam. Ich habe mir den Spiegel nach vielen Jahren mal wieder gekauft und mir den aufgehoben, war auch entsetzt über den Rest in dieser Ausgabe. Ich dachte, jetzt habe ich es geschafft, 2 Seiten im Spiegel, fehlt noch die Tagesschau. Also ich war auch schon in diesem Tagesschau-Internetportal, aber noch nicht in der Hauptausgabe. Das muss ich irgendwie noch schaffen, damit mein Vater dann auch sieht, dass ich jetzt wichtig geworden bin. Wenn er jeden Abend die aktuelle Kamera einschaltet, wie er das immer noch nennt, diese Tagesschau. Gut, du hast ja gefragt, wie haben uns die letzten 3 Jahre verändert? Also ich selbst habe mich, glaube ich, gar nicht verändert. Das mag das Problem sein. Ich mache das, was ich vorher auch gemacht habe, Medienkritik, Journalismuskritik, aber die Welt rundherum hat sich verändert. Mhm. Das Thema Medien ist für viel, viel mehr Leute als vor 3 Jahren heute wichtig. Viele Leute wissen, dass die Medien einer der Schlüssel sind, über die wir Gesellschaft verändern können. Deshalb sind so viele Leute hier beim Nuoviso Sommerfest. Wenn das anders wäre, dann wären wir wahrscheinlich hier alleine, wie wir im November 22 haben wir alleine hier gesessen. Da waren noch irgendwelche Regeln in Kraft wahrscheinlich. Das hat sich rundherum verändert und meine Kollegen haben sich verändert. Die Universität hat sich verändert. Es gibt da weniger Toleranz für die Art von Journalismuskritik, die ich da betreibe. Ich habe vorher immer Verbündete im Inneren des Systems gesucht, in der Universität gesucht, hatte ja mit jungen Leuten 2017 gegründet ein Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft, was dann im März, April 20 komplett auf die andere Seite gewechselt ist. Heute finde ich Verbündete in allen Milieus in der Gesellschaft und lerne sehr viel mehr. Also ich habe in diesen 3 Jahren unglaublich viel gelernt, unglaublich viel Neues gelernt und bin total dankbar eigentlich dafür, dass ich da all das erleben durfte. Aber dieses Buch, Wie ich meine Uni verlor, ist schon sehr kritisch und ich habe dort ein paar neue Aspekte gehört, dass man eben auch an den Universitäten und bei den Professuren und bei den Professoren mal genauer hinschauen darf. Denn ich habe hier Sätze bei dir gefunden, zum Beispiel, kauf dir einen Professor, wenn du etwas durchsetzen willst, und es gibt tatsächlich Lehrstühle, die gekauft werden oder wurden, zum Beispiel von Facebook, von Lidl, von Kaufland. Das ist schon harter Tobak, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, dieser Spiegelartikel über Professor Dr. Kokolores Ende Mai hat mich angeregt, mal auf die Universitäten als Ganzes zu schauen. Und ich habe gesehen, dass in den letzten 30 Jahren, der Untertitel des Buches ist 30 Jahre Bildungskrieg, in den letzten 30 Jahren die Universitäten auf allen Ebenen umgebaut worden sind. Wenn ich jetzt hier so in den Raum gucke, sehe ich viele Leute eher in unserem Alter, die wahrscheinlich eine andere Erinnerung an Universitäten haben. Das sind ja immer noch die gleichen Gebäude, in denen das passiert, in denen akademische Ausbildung passiert. Was da drin aber passiert, was da an Inhalten passiert, wie da Forschung organisiert wird, das ist heute völlig anders als vor 30 Jahren. Und dieses Kauf dir einen Professor ist nur eines der Probleme, dass also Lehrstühle von der Politik oder von den Konzernstiftungen bezahlt werden, um eine ganz bestimmte Art von Forschung voranzutreiben. Auch das Studium selber hat sich total verändert. Wir haben heute also in vielen Bachelorstudiengängen Multiple-Choice-Klausuren, wo die Metabotschaft vermittelt wird, irgendjemand hat die Wahrheit schon. Der Dozent hat die Wahrheit, du Student, du musst eigentlich nur auswendig lernen, zu einem bestimmten Termin auswendig lernen, du musst funktionieren. Das ist das, was die Leute mit in den Beruf nehmen. Und wenn wir heute in die Spitzen von Behörden schauen, von Parteien schauen, in Ministerien schauen, auch in Chefredaktionen, in die großen Leitmedien schauen, dann haben wir dort die ersten Kinder der PISA-Schule und der Bologna-Universität, die eine bestimmte Art zu denken gelernt haben, die eben nicht mehr gelernt haben, dass sie selbst Wissen generieren können. So habe ich Universität kennengelernt. Das war meine Universität, dass ich eigentlich vom ersten Semester an mitmachen konnte, mitforschen konnte, eigene Ideen einbringen konnte. Heute werden Erstsemester dazu genötigt, Sachen auswendig zu lernen, die Dozenten ihnen vorgeben. Und die haben auch nur diese Alternativlosigkeit, weil das Kreuz ist entweder richtig oder falsch. Man kann da nicht mehr diskutieren, ob das irgendwie, was man geschrieben hat, okay ist oder nicht, sondern der Computer sagt, war richtig oder war falsch. Das produziert einen bestimmten Menschenschlag. Wenn man heute fragt, warum sind die Mit-30er, die 40er an der Spitze von all den Apparaten, warum sind die so, wie sie sind, dann haben wir eine Antwort, wenn wir in die Universitäten gucken und in die Schulen. Ich habe ja bisher immer nur auf die Medien geschaut, war jetzt also ganz überrascht, dass sich die gleichen Akteure, also diese große Koalition aus Staat und Großkonzern, dass ich da die gleichen Akteure finde, die die Universitäten in den letzten 30 Jahren planmäßig umgebaut haben. Dieser eine Satz bei dir, kauf dir einen Professor, wenn du etwas durchsetzen willst, heißt ja auch, wenn ich etwas erreichen will im Leben, wenn ich an den Hebeln in diesem Land sitzen möchte, brauche ich ein abgeschlossenes Studium. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer oder Jurist werden möchte, beim Politikern bin ich mir nicht so ganz sicher, das wird man auch ohne. Aber das ist tatsächlich noch so. Aber wie macht man denn heute eine Karriere als Professor? Also wie kommt man überhaupt erstmal dahin?
Gut, Im Vergleich zu früher. Ja, bei den Politikern wissen wir ja, wie sie ihre Lebensläufe frisieren. Manchmal reicht auch für den Parteivorsitz einfach, dass man ein paar Jahre Studium angibt ohne Abschluss. Das kennen wir ja auch aus Regierungsparteien. Die Professur ist heute auch anders als früher. Ich habe ja in den 90ern im Journalismus gearbeitet. War ja beim MDR, bei MDR Info. Zwar heißt, glaube ich, heute anders. Heißt, glaube ich, heute aktuell. MDR aktuell heißt das, glaube ich, heute. Ne? Dieses 24/7 Radio. Habe also nebenbei im Journalismus gearbeitet und immer ein bisschen geforscht, bis ich dann irgendwann gar nicht mehr die Wahl hatte, weil ich halt das Angebot da aus München bekommen habe, auf die Professur zu kommen. Heute sind das rein akademische Karrieren. Man muss eigentlich schon im Bachelorstudium, spätestens im Masterstudium anfangen, mit vielen anderen zusammen Aufsätze zu publizieren in US-Fachzeitschriften, auf Tagungen in die USA fahren, weil nur das Publikationen und Tagungsorte sind, die dann zählen. Das wäre auch einer dieser Punkte, wie Universitäten unterworfen worden sind, dass das Reputationsmanagement, das System, mit dem man an der Universität aufsteigt, dass das verändert worden ist, mittlerweile in der Hand des Großkapitals ist. Also eine bestimmte Internetplattform führt dazu, dass ich zähle oder nicht. Also mein Buch, dieses Wie ich meine Uni verlor, das taucht da nicht auf. Das hätte ich also nach dieser Logik gar nicht schreiben müssen. Ich muss also relativ früh auf diese Tagungen fahren und dann versuchen, politisches Geld einzuwerben. Wenn man Drittmittel kritisiert, dann haben viele oft die Wirtschaft im Kopf. Das stimmt bei Medizin und solchen Dingen, wo wirklich Hunderttausende Euro pro Professur im Jahr aus der Pharmaindustrie kommen. Bei uns, bei Geistessozialwissenschaften, ist das politisches Geld. Das ist die EU, das ist der Bund, das sind die Länder, sind Parteien, sind manchmal Konzernstiftungen, VW, Thyssen zum Beispiel. Politisches Geld heißt, politische Behörden geben Themen vor, geben Sprachregelungen vor. Man wundert sich ja, warum an Universitäten gebildete Leute Sterne über ihre Texte streuen und denken, das wäre irgendwie der letzte Schrei. Das hat auch mit diesem politischen Geld zu tun. Ich kann heute ohne Geld von politischen Behörden, mit Themenvorgabe, mit Sprachvorgabe, mit Theorie- und Methodenvorgabe, kann ich diese Karrieren eigentlich gar nicht mehr machen. Also bin ich gezwungen, mich anzupassen und auch zu schauen, welche Themen funktionieren dann. Ich habe meine Karriere ja noch mit historischer Forschung gemacht, habe viel zur DDR gearbeitet, zur Weimarer Republik. Das würde heute nicht funktionieren, weil in den USA, wo die Publikationsoutlets sind, in den USA will keiner wissen, wie das in der DDR war oder in Weimar in Deutschland. Da will man andere Arten von Forschung haben. Das würde nicht mehr funktionieren. Ich muss also eigentlich in die Leitmedien gucken, welche Themen, welche Moral herrscht dort gerade vor und das entsprechend anbieten oder mich um die Ausschreibungen bewerben, die aus Ministerien kommen, aus Brüssel kommen. Und dann habe ich am Ende A, diesen Publikationsrekord und B, die Drittmittelsumme eingeworben, die mich für eine Professur qualifiziert. Manchmal, das steckt in diesem Kauf dir einen Professor drin, manchmal werden Professuren heute ohne die Bewerbungsverfahren vergeben, die man noch kennt, wo also jemand Vorträge hält und aus 5, 6 Kandidaten, die gute und schlechte Vorträge halten, jemand ausgewählt wird. Heute entscheiden manchmal Stiftungen oder die Politik. In Bayern hat Söder 100 KI-Lehrstühle gestiftet, die zwischen 20 und 23 dann auch nach politischer Logik besetzt worden sind. Da gibt's dieses Vorsingen gar nicht mehr. Da werden dann Kandidaten, die entweder den Konzernstiftungen genehm sind oder der Politik genehm sind, auf Lehrstühle geholt. Das sind dann oft auch schon die ersten Absolventen dieses Bologna-Systems, die also in den Nullerjahren Bachelor, Master gemacht haben und diese Alternativlosigkeit, diese eine Wahrheit eingeimpft bekommen haben. Also da ist dann, es ist auch schwer dagegen anzukommen, wenn man im System drin ist. Ich würde dieses Thema gern mal in die Runde werfen. Thema Studium, Universität, Professoren. Kann von euch jemand, ich weiß nicht, Kevan, du hast, glaube ich, gar nicht die Uni besucht, ne? Aber trotzdem viel mehr Wissen als andere Menschen. Ich habe nie studiert. Ich habe immer nur gelesen. Und zwar, ich kann natürlich, was Herr Mein sagt, dem kann ich nur beipflichten. Aber die Frage, die im Raum ist, ich möchte etwas, wie viel Zeit habe ich? Okay, also die Frage, die du ja auch vorhin gestellt hast, Julia, inwiefern sich mein Leben verändert hat und was ich mitnehme und was ich vielleicht dazu beitragen kann. Mein Leben hat sich insofern verändert, dass ich das Land physisch verlassen habe. Ich bin ja nach Skandinavien gegangen, weil es wurde mir als halber Deutscher in Deutschland zu gefährlich. Ich würde den Satz einfach mal so wirken lassen. Es ist inzwischen mit nur halbem deutschem Erbgut in der Hauptstadt zu gefährlich, mit Kindern zu leben. Sie kriegen da Besuch von Reportern von Massenmedien und die bringen noch Leute mit in den üblichen Farben. Die Farben der Antifa sind übrigens dieselben Farben der Faschisten und der nationalsozialistischen Deutschland und die kommen mit Baseballschlägern. Und die Menschen von gegenüber in den etablierten Cafés zücken dann die Mobiltelefone und gucken, wie es ausgeht. Da sind wir heute.
Und das wurde mir zu gefährlich, weil ich hatte keine Lust, den zweiten Dutschke abzugeben und mir eine Kugel einzufangen. Schlagzeile hätte ich auch schon gehabt, Querschläger, Grift, Querdenker. Wäre mir einfach zu dumm. Was ich gelernt habe ist, weil ich mir immer die Frage stelle, ist das ein deutsches Phänomen? Nicht, aber was ich gelernt habe und was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass es in diesem Land einen unheimlichen Hang dazu gibt, immer einen ideologischen oder politischen Gleichschritt zu machen. Wenn der Druck von oben kommt, dann ist da dieser Hang, den kenne ich jetzt in keinem anderen Land, so, dass alle das jetzt das Richtige machen. Und wohin das führt, das wissen wir in der deutschen Geschichte zweimal. Ich wollte jetzt nicht sehen, ob es ein drittes Mal nochmal funktioniert, sondern da war mir meine Gesundheit einfach lieber. Aber um auch die Nation zu entlasten, die meisten Menschen haben nicht verstanden, welchen enormen Grad an Drill sie bereits unterliegen. Wir alle sind so unglaublich gedrillt, was Herr Mayen gerade beschrieben hat, dass wir nicht in der Lage sind, selber zu denken, sondern eigentlich nur Bulimie lernen, nachzubeten und uns bei jeder Diskussion oder bei jedem Kontakt auf der Straße heute sofort die Frage stellen, kann ich mich dem sehen lassen oder wie wirkt das nach außen? Wir sind also eine Gesellschaft, die extrem von Angst beherrscht ist, und eine solche Gesellschaft kann nicht demokratisch sein. Ist sie nicht. Denn wenn man Angst haben muss, dass man, wenn man das, was man denkt, sagt, weil sonst hat es Konsequenzen, dann ist es eben keine demokratische Gesellschaft, auch wenn immer so getan wird, als sei sie demokratisch. Und zu diesen gekauften Lehrstühlen, das wird ja immer gesagt, ja, die Welt ist total komplex und jemand wie ich, der versucht, die Dinge einfach zu machen. Nee, ich glaube, dass im Moment die WHO mit der Machtergreifung versucht, die Dinge einfach zu machen. Ich kann es einfach runterbrechen, hat meine Mutter schon gesagt und meine Großmutter, Geld regiert die Welt. Das ist es. Ja. Und wenn 2% der Bevölkerung über 80% aller Mittel verfügen, dann steuern die einfach alles. So einfach ist das. Und das muss ich ja dem gelernten DDR-Bürger nicht erklären. Und meine Branche, die Massenmedien, haben hier eine unheilige Allianz oder sind die eingegangen. Medien sind nämlich am Ende des Tages nichts anderes als Steuerungsinstrumente. Spreche zu schnell. Sind also Steuerungsinstrumente, die nicht nur dafür sorgen, dass sie das wissen, was sie wissen sollen, sondern dass jemand, der ausbüchst, zum Beispiel ein Politiker oder eine andere öffentliche Person, sofort in der öffentlichen Wahrnehmung diffamiert wird, dass für alle anderen ein Exempel statuiert wird. Das heißt, wir können keine Demokratie haben, wenn wir Medien haben, die gekauft sind oder aber am Gängelband der Reichen und Schönen hängen. Und spätestens seit Bill Gates bei den Tagesthemen auftreten wurde, ist es jedem klar. Also das muss man jetzt nicht mehr beschönigen. Jedem ist klar, der Geldadel ist überall drin. Es sind die Mächtigen, die es noch nie mochten, wenn ihnen irgendjemand aus der Basis widerspricht. Von daher sehen wir heute kein neues Phänomen. Auch ein Luther war damals bei der Macht der Kirche nicht beliebt. Er hat seine Thesen angeschlagen, dann wurden die auch noch übersetzt und auch noch in vervielfältigt. Mochte heute keiner. Wenn wir heute ins Internet gehen und als Privatperson Massen erreichen, geraten wir ins Fadenkreuz derer, die nicht wollen, dass wir abweichend denken. So einfach ist das. Diese Menschen wollen nicht, dass wir überhaupt denken. Die haben für uns eine Art Hühnerstall vorbereitet und den haben sie zu unserem Schutz gebaut, diesen Hühnerstall, wenn um 18 Uhr der Fuchs kommt, damit wir in Sicherheit sind. Die Wahrheit ist, der Fuchs ist nicht gedacht, die Hühner zu fressen. Die Hühner sollen Eier legen. Und wenn sie das nicht mehr können, dann will der Bauer die Hühner schlachten. Nicht der Fuchs soll die Hühner bekommen, der Bauer soll die Hühner bekommen. Oder um ein anderes Bild zu formulieren, es gibt ja diesen lustigen Pilgerwitz, der wirklich zutrifft. Da sind ein paar Schafe auf der Herde und eine Schaf sagt zum anderen, ich glaube, der Schäferhund und der Schäfer arbeiten zusammen. Und dann sagt das andere Schaf, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, genau. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wer jetzt die Schäferhunde sind, die Alpha-Journalisten oder irgendwelche Spitzenpolitiker à la von der Leyen. Entscheidend ist, wer nicht auf dem Bild ist. Und wer nicht auf dem Bild ist, ist der Besitzer des Landes, auf dem die Herde gerade ist. Und die Herde wird jetzt gerade getauscht, das Land wird jetzt für was anderes genutzt, da stehen jetzt Solarpaneele. Mit Schafen kann man kein Geld mehr verdienen. Wenn Sie das Bild verstehen, wir können weg. Und wenn wir das ändern wollen, müssen wir rein in die Soziologie und feststellen, wie gedrillt wir sind. Wir sind nämlich extrem gehorsam. Wir blicken uns immer um, ob das, was wir denken, das, was wir tun, ob wir das dürfen oder ob da noch andere sind, die so etwas Ähnliches tun. Und das kann ich von mir behaupten, das habe ich noch nie getan. Mich interessiert nicht, ob andere das, was ich denke oder das, was ich tue, ob die das auch machen, damit es safe ist. Ich mache das, was ich denke, was richtig ist, was moralisch richtig ist. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber ich sichere mich nicht in andere Richtung. Das heißt, es ist schwer, mich zu korrumpieren. Viele haben es versucht. Ich mache es nicht. Und das habe ich übrigens auch sehr, sehr stark vom ehemaligen DDR-Bürger gelernt.
Der hat es ja ganz hervorragend gezeigt. Das heißt, hier bin ich auf dem richtigen Boden. Ich habe mir das angeguckt und denke, das kann ich auch. Einfach aufrecht das sagen, was man denkt. Nicht mitmachen beim Doppelsprech. Frühzeitig aufstehen, widersprechen, sagen, da mache ich nicht mit. Und das ist meine Empfehlung an alle, die eine freie Gesellschaft wollen. Aufstehen und dann sagen, da mache ich nicht mit. Und dann würden wir nämlich feststellen, wie viele wir sind. Wir sind unheimlich viele. So. Aber die meisten sind ja noch lohnabhängig und können sich das nicht leisten. Und ich glaube, wenn man immer auch nach Lösungen oder Erlösungen fragt, im Grunde ist es ganz einfach. Wir brauchen eine Reichtumsbegrenzung. Weil die mit dem vielen Geld können damit überhaupt nicht umgehen. Wenn wir eine Reichtumsbegrenzung hätten, dass Leute nicht mehr als 1 Milliarde hätten, dann hätten ganz viele Menschen, die auf diesem Planeten ihr Unwesen treiben, nicht mehr diese Möglichkeiten. Und wir brauchen eine direkte und Basisdemokratie, weil sie haben auch als Superreicher nicht die Möglichkeit, 80 Millionen Menschen zu bestechen. Vielleicht 700 im Bundestag, aber nicht 80 Millionen. Und die Parteien, die das nicht wollen und die Presse, die das nicht will, arbeitet für die andere Seite. So einfach ist das. Dass diese Mechanismen funktionieren bis heute, obwohl das so viele Menschen wissen, begründet sich ja in der Angst, die uns gemacht wird, dass wir aus unserer Community ausgeschlossen werden, dass wir im Hochschulbetrieb gemobbt werden, dass wir in den Medien ausgegrenzt werden, dass man uns Stempel aufdrückt. Und wenn man diese Angst herunterbricht, dann ist es eigentlich immer eine Angst vor dem Tod, vor dem Ende der Existenz. Ralf, du bist ja nicht nur ein exzellenter Musiker, wie Katrin dich ankündigte, sondern auch ein sehr spiritueller Mensch. Wie gehst du mit Todesangst um? Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich überhaupt über die Existenz vielleicht auch mal Gedanken zu machen. Ich glaube auch, dass die Zeit, die wir hier erlebt haben, und das ist eben auch vielleicht die Antwort darauf, wie hat mich diese Zeit verändert? Also ich hatte Gelegenheit, für mich noch mehr in die Tiefe zu gehen, mir noch mehr Gedanken darüber zu machen. Weil was wir jetzt hier hören, diese Geschichten, die sind alle aus der Realität. Aber es gibt doch was diese Realität entstehen lässt. Und das war für mich dann die Frage, da mal hinzugucken, was ist denn da, wie entsteht Realität? Und wenn man diese Fragen für sich versucht zu beantworten, dann kommt man auch, sagen wir mal, auf diese Ebene, die wir nicht sehen können. Und deswegen sind, glaube ich, aktuell auch viele verstandesdominierte Menschen aufgefordert oder fühlen auch in sich so einen Impuls, über den Verstand hinauszugehen. Einfach Dinge, weil der Verstand sich das nicht mehr erklären kann. Da gibt's Dinge, die, da musst du einfach sagen, okay, keine Ahnung, was das ist, aber es ist da, ich fühle das. Es entsteht. Und was habe ich damit zu tun? Und das sind Fragen, die sind sehr persönlich für jeden. Und ich kann dennoch jedem nur den Rat geben, versucht mal wirklich Dinge ohne diesen Verstand in die Mitte oder ins Zentrum zu stellen, anzusehen. Das heißt, versucht Dinge mal aus dem Herzen zu lesen und den Verstand nur als Tool zu benutzen, Dinge sich zu erklären. Der Verstand ist nichts anderes als ein Tool, um Dinge zu analysieren. Und wir haben, glaube ich, den Verstand zu sehr in unser Zentrum gestellt und Menschen, die eben viel Wissen haben und viel in diesem Bereich zu bieten haben, die gelten viel bei uns. Und alle, die eher von Dingen sprechen, die wir nicht sehen können, die sind ja eher so tendenziell die Spinner. Daraus ist dem zum Beispiel auch das Lied zu esoterisch entstanden, weil wir uns eben immer diese Etiketten aufkleben und um irgendetwas einordnen zu können. Also was mich in dieser Zeit wirklich beschäftigt hat, das waren diese Dinge. Und klar, ich habe das auch genutzt, um Studiowissen zu vertiefen, Mixing, Mastering und so. Also ich habe diese Ebene bei mir vertieft und habe unglaublich viele Songs geschrieben. Habe dabei auch gemerkt, dass wir tatsächlich als Künstler, du kannst gar nicht anders, wenn du sowas alles erlebst, wie wir es erlebt haben. Du kannst gar nicht anders, als darüber Songs zu schreiben, Texte zu schreiben, weil du sonst platzt. Du musst das verarbeiten und dadurch haben auch andere Möglichkeiten, dann das mit zu verarbeiten, weil sie es ja auch erlebt haben. Weil wenn wir uns aktuell dann die Schreiberlinge der Medien
ansehen, dann muss man sich ja, da hat man ja das Gefühl, die erfinden Satzzeichen für Buchstabensuppen. Oder empfehlen dir wohlwollend eine Blindarmtransplantation. Also Sachen, die fahren sie doch auf der Autobahn öfter mal links ran, der Umwelt zuliebe. Oder tröpfeln sie sich Tabasco ins Auge, dann fühlen sich die Blinden nicht mehr so gedisst. Also Sachen, wo du einfach denkst, was ist mit denen los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Nur was machen wir damit jetzt? Ne? Warten wir zusammen auf den Tag des dümmsten Gesichts? Oder oder bauen wir Brücken? Den kann dich, hatte nicht. Dich hatte ich zuletzt mit der Kleberzirrhose. Ne? kam aus dem Buch Das Kleben der Anderen. Ja. Was machen wir an der Stelle? Also Brücken bauen, klar, eigentlich will jeder von uns da eine Brücke bauen, aber wenn du niemanden hast, der da rüber will, dann ist es halt wie eine alte Frau über die Straße bringen, die gar nicht rüber will. Das ist keine gute Tat. Und wenn ich mir das auch jetzt aktuell ansehe, was wieder mit dem Scholzi war, ne, wenn du siehst, der Killes hat es, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet, indem er sagte irgendwie, ja, okay, da war die Süddeutsche, die waren wohl auch vor Ort. Und deren Headline war ja irgendwie Pazifisten mit Friedenstauben gegen Scholz, bis die DPA dann wieder das ins rechte Licht gerückt hat. Und plötzlich war klar, das sind alles Rechtspopulisten. Und da wir ja nicht gleichgeschaltet sind, haben hinterher alle geschrieben, das waren Rechtspopulisten. Ich meine, was willst du mit solchen Leuten machen? Du kannst ja, da hast du auch gar keine Lust mehr zu diskutieren. Da renne ich lieber brennend durch ein Munitionslager. Oder? Es ist, da hast du kein, der Zugriff fehlt irgendwo, dass du sagst, ey, ja komm, lass uns mal zusammensetzen und eine Lösung finden. Also entwickelt sich ja alles, wie Kevan vielleicht auch gerade eben auch mit angedeutet hat, entwickelt sich das schon in so eine parallele Gesellschaft. Und dennoch glaube ich, sich mal damit zu beschäftigen, was im Grunde auch schon alte spirituelle Lehrer immer gesagt haben, die Welt entsteht aus dem Geistigen. Alles war vorher eine Idee. Ich habe keine Lust mehr, das Wasser über die Hände zu gießen. Ich erfinde einen Becher. Ich möchte es nicht von hier unten heben. Ich erfinde einen Tisch. Alles war eine Idee. Alles, was wir sehen, was menschgemacht ist, war eine Idee. Und Ideen sind geistiger Natur. Das heißt, da entsteht alles. Und ich würde mir wünschen, jeder Einzelne würde sich auf diesen Weg machen und würde entdecken, wie viel Kraft wir hätten, würden wir das verstehen, dass wir gemeinsam über den Geist diese Realität mitgestalten. Und von daher glaube ich, das wird der nächste Schritt der Menschheit auch sein, dass auch wieder die Spiritualität mehr Platz findet, weil es einfach Dinge gibt, es ist so viel leichter, vor der Realität zu arbeiten, als in der selbst erschaffenen Realität gegen sie. Das würde ja bedeuten, wenn wir eine Idee hätten, wie unsere Welt aussehen könnte, sollte, dann brauchen wir sie ja nur manifestieren, weil ich glaube, die Gegenseite, ich sage jetzt das Wort gegen, hat schon eine Idee, wie die Welt nach ihren Maßstäben auszusehen hat und deswegen können sie so gut ihre Ziele verfolgen. Und was wir machen, wir lassen uns einfach zu sehr ablenken und zu sehr in Gegen und Kämpfen, sondern wie wäre es denn, wenn wir ebenfalls uns fokussieren und dann die Kraft bündeln durch Möglichkeiten, gibt es ja mehrere, Meditationen oder vielleicht auch andere Wege, und fokussieren uns selber unsere eigene Welt und die sieht dann so aus, wie wir sie wollen. Aber erstmal müssen wir vielleicht darüber nachdenken, wie wollen wir denn unsere Welt? Wie sind denn unsere Bedürfnisse eigentlich? Das hat man uns ja abtrainiert, oder? Dieses Bedürfnisse haben und Wünsche äußern. Naja, es ist vor allem so, dass ich glaube, dass wir lernen müssen, glauben wir das überhaupt? Weil der zentrale Satz ist, kannst du es glauben? Denn Glauben hat nichts mit Denken zu tun. Denken ist Glauben wollen. Glaube ist eine Kraft, ist ein Gefühl.
Und wenn du fühlst, das, was du fühlst, das findest du in deinem Leben wieder. Das heißt, es spiegelt sich auch, es spiegeln sich die Ängste, es spiegeln sich all deine inneren Glaubenssätze in deinem Leben. Und wenn da was ist, was dir nicht gefällt, dann findest du die Antwort in dir. Und das glauben viele nicht. Ja, wir sind ja auch mehr oder weniger so erzogen worden, dass wir das nicht glauben dürfen oder sollen und dass das Spinnerei ist und dass das nichts mit Realität zu tun hat. Du bist kein Realist, wenn du sowas glaubst. Und genau andersrum wird ein Schuh draus. Die letzten 3 Jahre waren, glaube ich, für ganz viele Menschen, auch für viele von euch, so eine Art Initiation. Also wir haben einen Entwicklungsschritt gemacht. Wir sind aus der tiefen Verzweiflung gekommen und aus diesem Scherbenhaufen konnte Neues entstehen. Robert, ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich habe auch dich immer beobachtet, du warst häufig tief getroffen von diesen Wahnsinnsentwicklungen, die uns zugemutet wurden. Aber ich habe das Gefühl, du bist immer stärker geworden, immer weiser geworden. Wir sind wahrscheinlich alle ein bisschen klüger geworden. Aber es beschränkt sich doch noch auf einen überschaubaren Teil der Bevölkerung. Katrin, du hast gerade Parallelwelt gesagt. Wie siehst du denn unsere Zukunft? Also werden wir die Dystopie, also das, der Gegenentwurf der anderen Seite, oder werden wir uns durch unsere Manifestationen der Welt, die wir uns wünschen, obsiegen? Oder wird sich so eine Parallelgesellschaft bilden wie bei Brave New World, wo dort sind die, die ihr Samo nehmen, ihr Soma nehmen, und wir sind hier die, die noch Kinder lebend gebären? Wie siehst du das? Und wenn ich das voranstellen darf, und wie hast du die letzten 3 Jahre erlebt aus deinem Mund nochmal? Zwei Dinge vorneweg, weil ich vorhin gesagt habe, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Sollte meine Frau das irgendwann mal anschauen, natürlich war der Tag, als ich ihr begegnet bin oder die Hochzeit, noch viel besser. Aber ich bin auch wie bei Ken, wenn ich am Tag aufstehen darf und ich habe keine Schmerzen, dann geht es mir eigentlich gut und der Tag fängt schon super an. Und es fällt mir jetzt schwer, nach diesen großen Worten da jetzt hier meinen Senf dazu beizutragen. Aber auf deine Frage konkret, ich habe ein positives Bild in die Zukunft, aber wir müssen erst noch tiefer in diese Talsohle hinein. Also der Aufwachprozess in unserer Gesellschaft, der ist mir noch viel zu langsam, auch wenn schon viele Menschen um uns herum quasi zwangserweckt worden sind durch die ganzen widrigen Umstände unserer Gesellschaft. Aber wenn ich sehe, dass sie jetzt schon wieder mit der neuen Nummer anfangen, dass die TSA in Amerika jetzt ab Mitte September wieder mit Masken rumrennt, dass jetzt hier Pfizer schon wieder die nächste Auffrischungsimpfung angekündigt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass die nochmal einen Durchlauf planen und wie auch eben schon beschrieben, die Mechanismen in unserer Gesellschaft, dass viele Leute wieder die Hacken knallen, Gewehr bei Fuß, da müssen wir jetzt durch, das müssen wir jetzt machen. Also der Schmerz zu erkennen, was Realität ist und wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, das ist bei vielen Menschen, glaube ich, noch gar nicht angekommen. Ja. Also ich denke schon, dass wir nochmal ganz schön jetzt hier in eine Zeit reinrutschen, wo es echt kritisch werden kann. Und ich glaube, was wir als Zeitfenster jetzt hier haben, nicht nur für unser Sommerfest hier, sondern jetzt auch so, die Pandemie ist vorbei und wir arbeiten das jetzt auf oder wir versuchen das zumindest. Und jetzt kommt schon wieder so eine Rutsche, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ganz schön holprig wird. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, dann glaube ich, dass wir da als Menschheit, als Kollektiv gestärkt und auch besser herauskommen. Ich glaube, Wissenschaft ist auch, das hat irgendein schlauer Mensch mal gesagt, immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Und ich habe gerade vor kurzem eine tolle Doku angeschaut über dieses neue Weltraumteleskop, das James Webb Space Teleskop, das er jetzt seit einem Jahr ungefähr arbeitet. Und die Quintessenz aus dieser Doku war eigentlich, schmeißt die Physikbücher weg und fangt neu an. Weil dieses Teleskop hat da draußen jetzt schon Dinge entdeckt, dass wir nicht 13,8 Milliarden Jahre in dieser Realität sind, sondern jetzt sind wir bei 27,8 Milliarden, was zum Beispiel alles anders gemacht hat. Und auch sonst ergeben sich da Erkenntnisse draus, dass dann jetzt lange Zeit dauert, bis sich das dann in den Köpfen der Wissenschaftler durchgesetzt hat, so nach dem Motto, Mist, wir haben die letzten paar Jahrzehnte einfach nur Scheiße erzählt, weil das gar nicht stimmt. Aber das war ja bis jetzt immer so in unserer Gesellschaft, dass irgendetwas Neues kommt und die Besitzstandswahrer, die ihre Welt an dieses System geklammert haben, die wollen nicht, dass das anders wird. Und da kann ich dann auch den Bogen schließen zu der aktuellen Position, dass dann Leute, die Bhakti und Wodak verurteilt haben, dass die so festgeklammert sind an ihrem alten Weltbild, dass es ihnen Schmerzen bereitet, das loszulassen. Und es ist dann auch wie ein kleiner Tod. Wenn man sein althergebrachtes Weltbild zu Grabe trägt, dann ist es selber wie Sterben.
Und davor haben viele Leute so eine Angst, diese Verlustangst, dass sie da einfach nicht sich auf den neuen Weg begehen können. Ich schaue da eigentlich sehr zuversichtlich hin, dass wir da auch als Kollektiv, gerade auch in Deutschland, gestärkt daraus hervorgehen. Nur, wir müssen noch in die Talsohle hinein. Dass dieses Absurde, ja, das, was da jeden Tag passiert, manchmal tue ich es mir an und höre Tagesschau oder zapp in die Massenmedien rein und dann kommt unsere beste aller Außenministerinnen jemals und haut irgendeinen Satz raus und dann denke ich mir immer so, das ist doch jetzt Comedy oder was ist das? Weißt du, das kann man nicht mehr ernst nehmen und die ganze Welt nimmt uns nicht ernst. Und ich glaube, wenn wir dann, irgendwann es mal richtig knallt hier, dass dann immer mehr Menschen sagen, okay, es tut mir leid, ihr Schwurbler, wir müssen uns entschuldigen bei euch. Das Warten auf den Tag des dümmsten Gesichts ist jetzt. Komme ich nicht drüber weg über den Spruch. Also, weil du gesagt hast, ich bin auch so ein empathischer Mensch. Ja, leider und Gott sei Dank bin ich das so. Mein Herz liegt mir auf der Zunge und ich bin auch sehr empathisch auf dieser Welt irgendwie hergekommen. Das ist offensichtlich auch so gewollt. Und ich glaube, dass wir schon in eine sehr schöne Welt laufen werden, gerade auch in Deutschland. Aber dazu müssen noch viel mehr Leute Aua sagen. Und die Zeit könnte jetzt sein. Ne? Aber ganz ehrlich, heute ist wirklich ein wunderschöner Tag. Nicht mehr für uns jetzt, die wir hier zusammensitzen, sondern einfach auch so in diesem Bewusstsein, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen und mit dieser Wahrnehmung einfach nicht allein zu sein. Ja, ich glaube, das ist etwas, was uns als Nuviso Family oder als Menschen, die wir halt in diesem Kollektiv uns eingeklinkt haben, was uns so wichtig ist, dass wir erkennen, ich bin mit meiner Wahrnehmung einfach nicht der Einzige. Auch wenn ich in der Familie oder in der Arbeitsstelle oder vielleicht im Verein oder an der Uni der Einzige bin. Ja, aber ich weiß, dass ich Recht habe. Da gibt es dieses berühmte Bild, da ist eine riesige Menschenmenge in Khartoum und eine einzelne Person steht vorne dran und sagt, yes, you are all wrong. Ihr habt alle Unrecht. Und das muss man sich einfach als Einzelner, als Individuum in so einer Situation dann einfach denken, ihr seid alle falsch. Auch wenn ihr sagt, ich bin der Depp. Nein, ich weiß es, ihr habt Unrecht. Und dieser Gedanke beflügelt mich und trägt mich, gerade in einer Gesellschaft wie hier. Also ich bin super happy, weißt du. Ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so schwarz. Und auch wenn vielleicht eine dunkle Wolke wieder auf uns zukommen sollte, sind wir ja ganz gut geschult worden in den letzten Jahren. Und ich bin zum Beispiel dem Kevan unglaublich dankbar. 2020 bin ich auf deinen Kanal und auf deine Videos gekommen. Und ich habe dieses Video, wo du mit dem Backblech, also mit dem, wie heißt das, dieses Gitterrost vom Backofen vor der Kamera saßt und Lockdown. Nicht so laut. Das habe ich so oft geteilt. Ich habe das so oft angeguckt. Das hat mir Kraft gegeben, diese ganze Situation mit einem gewissen Humor und mit einem Zynismus verstehen zu lernen. Und ich glaube, du hast mit deinen Videos, mit deinem Kanal so vielen Menschen Kraft gegeben, diesen Irrsinn zu verstehen, dass jetzt nicht mehr so viele Menschen den ganzen Kram mitmachen werden. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht nur die beruflich und in irgendwelchen Zwängen sind, haben vielleicht zwei Gesichter, kann ich mir vorstellen. Sie machen auf der einen Seite mit, aber eigentlich denken sie anders. Ich glaube, wir haben schon ein ganz schön anderes Level, sodass wir gar nicht mehr ganz runter müssen, oder? Was sagst du dazu? Erstmal vielen Dank, jetzt weiß ich endlich, wer die Videos gesehen hat. Ja, 500.000. Wurde mir ja dann auch vorgeworfen, man hat dann zu mir gesagt, das sei jetzt ja kein Journalismus mehr. Sagt, ach was, wenn jemand ein Backblech, wo sein iPhone hält oder sich als Joker anzieht, dann erkennst du sofort, dass das kein Journalismus mehr ist. Hurra. Und da hieß es, das darf man aber nicht machen, weil das wäre unseriös. Ja. Gut, ich habe irgendwann verstanden, dass es nicht daran liegt, dass sich so wenig ändert, dass wir zu wenig informiert sind, sondern dass wir einfach verkopft sind und dass wir das Wissen, was man uns mitteilt, dass wir das ja sofort richtig einordnen müssen. Das heißt, die Menschen in diesem Land denken das meiste falsch, fühlen aber das meiste richtig. Und wenn ich wirklich etwas bewegen will, dann muss ich über das Gefühl kommen. Das ist natürlich jetzt populistisch. Es sei denn, ein Spitzenpolitiker ist dann, bekommt über das Gefühl, dann ist es in Ordnung. Wenn ein noch nicht gewählter Politiker oder jemand, der nach ihrer Sicht nach der Macht greift, an das Gefühl appelliert, ist es sofort populistisch. Aber die Erkenntnis, die ich damals gewonnen habe, worauf ich mich auch entschieden habe, meinen Presseausweis wegzuwerfen und nur noch als Privatperson
mich zu äußern, ist, ich glaube, ich habe mich mit zwei Wissenschaftszweigen mein Leben lang beschäftigt, die mich immer interessiert haben, weil ich wollte wissen, wie totalitäre Gesellschaften entstehen. Nicht, wie sie enden, das weiß ich, aber wie fangen die an? Das ist, glaube ich, auch der Fehler, was wir heute bei Krankheiten machen. Wir betrachten eine Krankheit immer vom Ende. Wir müssten den Anfang betrachten, um zu erkennen, was sind die Bedingungen, damit Krankheit entstehen kann. Was sind die Bedingungen, um eine Gesellschaft zu haben wie diese, die so gehorsam ist? Die Bedingung ist, dass wir in einem Drillsystem leben. Und das beginnt bereits in der Kita und setzt sich über die Schule, Universität durch. Und da muss man zu seinen Eltern hin, muss man ganz ehrlich hingehen und feststellen, ab einem gewissen Punkt, ich schätze mal zweites oder drittes Lebensjahr, erkennen Kinder sehr schnell, ab jetzt gibt es Liebe und Zuneigung nur noch gegen Bedingungen. Wenn du dich so verhältst, wie es von dir erwartet wird. Und da fangen wir uns alle an, gegenseitig zu korrumpieren. Ich habe selbst Kinder, hinterfrage auch meine Erziehung und habe aber auch Begriffe hinterfragt und hinterfrage sie noch, was bedeutet Zivilisation? Dass jeder an dem Ort ist und genau das dort macht, was andere für ihn vorgesehen haben. Und was ist das? Ein Rädchen im System zu sein. Und wovon ich mich verabschiedet habe, und ich hoffe immer mehr Leute, dass die Lösung von oben kommen kann. Das können wir total vergessen. Weil der, der ganz oben ist, ist ja nur deswegen ganz oben, weil er so gehorsam ist. Eine Frau von der Leyen oder auch eine Frau Baerbock, die hat den Widerspruch nicht gelernt, sondern sie hat alles ausgeklammert und hat immer alles das gemacht, was von ihr erwartet wurde, schön brav, und dafür bekommt sie eine Karriere. Also eine Karriereleiter, die in Wirklichkeit aber ein Hamsterrad ist. Zu glauben, dass eine neue Partei, ein neues Pyramidensystem, eine neue Firma mit Hierarchie die Lösung sein könnte, ist meiner Meinung nach ein Irrtum. Ich sitze dem nicht mehr auf und warte auch nicht, dass irgendeine Company, irgendeine neue NGO oder eine neue Partei kommt und dann alles ändern wird. Das wird nicht so sein, weil die Gesellschaft, in der wir uns befinden, ist durch einen Marathon entstanden. Und was wir aber feststellen können und was wir lernen können und was einen hellhörig machen könnte, ist, dass die an der Spitze der Pyramide, die haben eine Menge zu verlieren, die haben ein Klassenbewusstsein. Und wir an der Basis haben es eben nicht. Aber wenn wir es haben, ist die Spitze sehr gut darin, durch Propaganda und durch die Massenmedien dazu zu sorgen, dass die große Gruppe sich zersplittert. Also wenn sich dann heute auf einer Friedensdemonstration mehrere Leute treffen, weil sie sagen, Waffen sind keine Lösung, war bis vor 5 Jahren eine absolute Meinung, jetzt ist man ein Feind des Friedens, wenn man keine Waffen liefert, das ist absurd, dann treffen sich dort eben keine außerparlamentarische Opposition und auch keine Bürger, sondern das sind dann Schwurbler, Esoteriker, Waldorfschüler, Rechtsradikale, alles Splittergruppen. Früher sagte man einfach nur, das sind Bürger. Aber wenn die Menschen erkennen, dass das alles Bürger sind, dann erkennen sie auch, wie viele sie sind. Und es wird gesplittert. Und die Elite ist sehr gut darin, durch ihre Propagandamedien dafür zu sorgen, dass wir uns nie als eine Gruppe verstehen, sondern dass wir uns permanent, sobald eine Gruppe zu groß wird, von der anderen Gruppe distanzieren. Hat schon mal irgendjemand gehört, dass ein Bill Gates sich von einem Warren Buffett distanziert hat? Oder eine Frau von der Leyen gegen den EU-Parlamentsvorgänger? Natürlich nicht. Die mögen nicht oben alle Freunde sein. Aber wenn es darum geht, die Position in der Pyramide zu verteidigen, da sind die sich alle einig. Und ich glaube, wenn wir etwas lernen können, ist, dass wir etwas dringend benötigen, und zwar eine gesunde Respektlosigkeit und einen zivilen Ungehorsam gegen das, was sich Regierung oder auch nur Führung nennt. Denn diese Führung, diese geistig verkopften Menschen, diese Wissenschaft, hat uns doch genau dahin gebracht, wo wir heute sind. Das ist Stillstand. Das ist Wissenschaft. Das ist die Spitze der Pyramide. Und ich kann sagen, die können es nicht. Der Leistungsausweis dieser Gesellschaft, dieser EU, dieser NATO, dieser WHO, das sind Flaschen. Das muss man einfach mal aussprechen. Wenn das Bayern München wäre, würden die nur verlieren. So. Und da kommt ja dann immer, wie kannst du das eben sagen? Ich habe ja eben keine Position zu verlieren. Zu mir kann man ja eben nicht sagen, ich schmeiß dich raus. Mich hat man ja gar nie eingestellt, und das Wort ist in Deutschland doppeldeutig. Es hat nie funktioniert, mich einzustellen. Meinen Kindern oder mir als Vater wurde geraten, damit meine Kinder besser eingestellt werden, möge ich ihnen doch bitte Ritalin geben, alle anderen in der Klasse bekommen das auch. Und es war eine gute Schule. Und die wollen alle nur, dass es das Kind leichter haben wird, damit es sie als Lehrer leichter haben, damit die Gesellschaft leichter funktioniert. Was soll das bedeuten, dass es leichter wird? Und da möchte ich bei dir anknüpfen. Ich habe vor vielen Jahren ein Interview gemacht, eigentlich war es kein Interview, ich habe nur 2 Fragen gestellt und der Mann hat 3 Stunden gesprochen, nämlich Eugen Drewermann. Und da habe ich danach gedacht, huch, ich habe ja gar nichts, das war ja gar nicht gut. Und dann sagte meine Crew zu mir, das war fantastisch, weil was der Drewermann da von sich gegeben hat, da brauchtest du gar keine Frage stellen. Und was ich mitgenommen habe aus diesem Interview und was mir in der Corona-Zeit geholfen hat, ist die Frage zu beantworten, wer steht hinter dir, wenn kein Mensch mehr hinter dir steht?
Und wenn man da eine Antwort drauf gefunden hat, ist man stabiler. Weil am Ende des Tages ist es so, niemand von uns kann alleine überleben. Und man droht im Einzelnen ja immer durch Isolation. Und Corona hat es gezeigt, dass sogar der Spalt durch die Familien durchgeht. Und da überlegst du dir es sehr wohl, ob du das jetzt sagst. Weil dann könntest du deinen Sohn verlieren. Der hat nämlich Medizin studiert und du nicht. Du sagst nur, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach Mutter, du hast doch das gar nicht studiert. Das heißt, du überlegst es dir schon. Und wenn du aber weißt, auch wenn es dein Sohn ist oder dein Onkel, wer auch immer, wenn kein Mensch mehr hinter dir steht, gibt es etwas anderes, auf das du dich verlassen kannst. Dann bekommst du sehr viel Kraft. So, du kannst es jetzt nennen, wie du willst. Gott, Shiva, spirituell oder auch Cloud, Neudeutsch. Wir sind alle eine Blockchain. Ich glaube daran, dass es das gibt. Und wenn am Ende das Licht ausgeht, geht ein neuer Spielfilm an. Da passiert nämlich dann gar nichts mehr, sondern wachst auf so einem 3D-Film. Das war täuschend echt gemacht. Und ich kann nur raten, was ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Ich habe mich diesen Ängsten der totalen Isolation gestellt. Die haben wir alle. Wir alle sind wirtschaftlich zu ruinieren. Niemand hat so viel Geld auf der Seite, dass er sagen kann, mir ist egal. Aber selbst mit diesem Geld sind wir auf Freunde angewiesen. Und mein Freundeskreis hat sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen verändert. Leute, von denen ich gedacht hätte, wenn es hart auf hart kommt, sind an meiner Seite, waren nicht an meiner Seite. Und Leute, die ich gar nicht kannte, waren an meiner Seite. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung. Ja? Weil eine Frage, mit der ich mich immer beschäftigt habe, wer würde mich, wenn es ernst wird, verstecken? Die kenne ich jetzt, diese Leute. Ja? Ich verurteile nicht diejenigen, die im Gleichschritt sind, weil ich erkenne, dass sie Teil eines Systems sind, aus dem sie nie herausgekommen sind. Es hat auch keinen Sinn, zu jemandem, der für Jehovas Zeugen arbeitet, zu sagen, was machst du denn da? Das ist seine Familie und wenn er die verlässt, gibt es sie nicht mehr, dann fällt er ins Bodenlose. Das trifft auch auf Spitzenpolitiker zu. Es hat also keinen Sinn, an deren Vernunft zu appellieren. Das ist ihre Familie, die SPD oder die CDU. Aber wenn wir glauben, dass von dort die Lösung käme, dass Demokratie nur über Parteiapparate organisiert werden könnte und wenn man das anzweifelt, wäre man sofort antidemokratisch, dann ist man schon dem Drill aufgesessen. Demokratie bedeutet, dass jeder das Recht hat, seine Meinung offen zu äußern und zu widersprechen, ohne von seinen Nachbarn schief angeguckt zu werden. Aber wenn es so ist, das ertragen zu können, das ist auch ein Teil der Demokratie. Und was ich mir wünschen würde, und da müssen wir ins Schulsystem, dass wir unser Nachwuchs, also die uns später das Heim aussuchen, dass wir die zu selbstbewussten Menschen erziehen, die einen Rückgrat haben und sich trauen, uns den Eltern zu widersprechen, auch wenn sie dann ihr Erbe gefährden. Das ist das, was ich mir wünsche. Ehrliche Kinder. Ehrliche Bürger, die ich sage, kann ich jetzt aber nicht sagen, weil es hat sofort Konsequenzen. Und da möge sich doch jeder mal fragen, wie er denn eigentlich mit einer abweichenden Meinung seiner Kinder umgehen würde. Also ein Beispiel hier zum Beispiel. Wie würden Eltern damit umgehen, dass Kinder sagen, du, ich bin dreifach geimpft, ich finde das super, was wir da machen. Würden die ins Bodenlose fallen? Man muss das ja mal umdrehen, die Perspektive wechseln. Oder würde man sagen, das finde ich zwar äußerst schade und ich hätte es nicht gemacht, aber du bleibst trotzdem mein Sohn. Ich glaube, dass wir alle erst einmal Toleranz lernen müssen. Und die meisten von uns haben eine Demokratieintoleranz. Was du gesagt hast, unterschreibe ich. Aber ich kann von mir sagen, ich habe eben nicht recht. Ich kann nicht von mir sagen, dass ich recht habe. Ich kann nicht von mir sagen, dass ich die Wahrheit sage. Aber es bedeutet eben auch Freiheit, dass ich das sage, das, was ich sagen kann, dass ich das ungestraft sagen kann. Das ist Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, dass, ja, Freiheit bedeutet nämlich nicht, dass ich machen kann, was ich will. Freiheit bedeutet, dass ich nicht das machen muss, was ich nicht will. So einfach ist das. Und ich kann an alle nur appellieren, wenn jemand an sie herantritt mit einer Spritze oder einer politischen Meinung, dich nachzubinden, er möge mich bitte in Ruhe lassen. Er möge mich bitte in Ruhe lassen. Und sobald die körperliche Unversehrtheit durchbrochen wird, und das ist ja passiert, ist der Staat einen gehörigen Schritt weiter. Dieser Staat ist gegen uns. Das ist nicht unser Staat. Diejenigen, die diesen Staat gekapert haben mit Geld, sind total korrupt. Und ich kann nur appellieren, wir müssen diese Leute loswerden. Und das geht nur, wenn die aufstehen und sie vom Hof jagen. Das geht nur so. Ja? Und da bin ich auch bei Noam Chomsky, der während der Corona-Krise ja auch einige zweifelhafte Sachen gesagt hat, ja, aber vorher hat er viele Bücher geschrieben, deswegen fallen die Leute bei mir nicht hinten runter. Der hat gesagt, diejenigen, die im Besitz der Macht sind, werden diese niemals gewaltlos aufgeben. Man muss auch bereit sein, einen Preis dafür zu bezahlen. Und dass wir zum Teil noch frei sind, hat damit zu tun, dass es Menschen gab, die dafür einen Preis bezahlt haben. Und ich persönlich, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich stehe nicht gern am Pranger, aber ich stehe am Pranger und da bleibe ich auch stehen. Okay? Und zwar für meine Kinder. Es ist mein Recht und meine Pflicht, für die Dinge einzustehen, zu denen ich moralisch stehe. Ich lasse mich nicht korrumpieren. Und es ist nicht so schwierig.
Es ist nicht so schwierig. Wenn mehr Leute das, was sie denken, tatsächlich offen auf den Straßen sagen würden, wären wir weiter. Und mein Rat ist, schalten Sie das ZDF nicht mehr ein, kaufen Sie nicht mehr den Spiegel, hören Sie mit diesem ganzen Scheiß auf, bauen Sie die neue Welt. Denken Sie die neue Welt. Es ist nicht so schwierig, wenn Sie mehr als drei Leute sind. Und hier sind mehr als drei Leute. Es ist keine Kunst. Und das muss ich auch dem DDR-Bürger gar nicht verraten. Das weiß er doch besser. Ja? Das ist mein Appell an Sie. Wir alle wissen das, aber wir sind im Kollektiv leider noch zu mutlos, weil wir zu sehr gedrillt sind. Hat das Konsequenzen? Ich möchte, dass in diesem Land das, was passiert ist in diesem Land, über was wir nicht sprechen, dieser riesige rosane Elefant, dass das Konsequenzen hat. Weil hier wurden Andersdenkende wieder an den Pranger gestellt. Und wir waren nur eine Mühe davon entfernt, wann es Lager gegeben hätte, wo man nicht Geimpfte reingebracht. Da bin ich 100% von überzeugt. Wir waren nur eine Mühe davon entfernt. Und zu glauben, naja, ist noch mal gut gegangen, bedeutet, die Rampe für dieses nächste Experiment zu zimmern. Das muss uns allen klar sein. Denn Sie arbeiten bereits daran. Ich habe mit meinen Dystopien nicht gerne recht, aber die meisten stimmen leider. Ich würde diese Gedanken gerne an den Michael Mayen weiterleiten. Kelvin, du hast gesagt, man muss einen Preis zahlen für die Freiheit. Ja, Michael, du bist ja gerade dabei, Preise zu zahlen. Gegen dich läuft ein Disziplinarverfahren. Die Uni hat schon geätzt. Na, wie kann man dich am besten loswerden? Du bist zu unbequem. Was unterscheidet dich von deinen Kollegen? Also warum bist du bereit, diese Preise zu zahlen? Du hast Ralf vorhin gefragt, ob er Angst vorm Tod hat. Mhm. Ich glaube, das ist der erste Unterschied. Ich bin schon mal gestorben vor 10 Jahren. Am 18. September werde ich 10. Was ein ganz schönes Alter eigentlich ist, um die Welt neu zu entdecken. Der 18. September 13, da lag ich auf so einem CT-Tisch und habe gesehen, wie plötzlich ganz viele Ärzte rundherum standen. Und hinterher hat man mir gesagt, eigentlich hätte ich nicht überleben dürfen. Ich hatte eine doppelte Lungenembolie und habe mir eigentlich dann diese ganze Zeit, wo ich da still liegen musste und mich nicht bewegen durfte, weil es hieß, selbst der Toilettengang kann das Letzte sein, was du dann machst, habe ich gedacht, okay, ab jetzt muss ich jeden Tag genießen, der kommt, und die Sachen nur noch so machen, wie ich sie selbst für richtig halte. Das habe ich eigentlich mir bis heute bewahrt, dieses Gefühl. Deswegen stört mich nicht so sehr, wenn andere rundherum irgendwas anderes von mir wollen und mich kritisieren. Das ist vielleicht der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist natürlich die DDR-Erfahrung. Ich war in der DDR sozusagen auf einer Parteikarriere, war SED-Mitglied, habe am Roten Kloster studiert ab 88, wollte also Propagandist des Sozialismus werden, habe dann ab 18. Oktober 89, das ist der Tag, an dem Honecker, Mittag und Herrmann zurücktreten, habe an dem Tag erlebt, wie Journalismus ohne Kontrolle von außen geht, ohne politische und ohne wirtschaftliche Kontrolle. Und das hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Wir haben damals an der Uni uns selbst ein Curriculum gebaut, haben alle Leute, die wir im Westen spannend fanden, eingeladen, und die kamen. Die wollten den Osten erst entdecken und dann erobern. Aber das habe ich da noch nicht gewusst, dass sie ihn erobern würden. Erstmal wollten sie ihn entdecken. Wir hatten also ein total spannendes Programm, haben einen neuen Studiengang entworfen. Wie kann man Journalisten ausbilden, so dass sie verstehen, dass sie nicht einfach nur, wie hast du das vorhin gesagt, Kevan, dass sie Ausrichtungsinstrument, Steuerungsinstrumente sind, sondern dass sie Öffentlichkeit herstellen, dass sie im Prinzip uns erlauben, uns selbst eine Meinung zu bilden. Diese Pläne sind dann im Frühjahr 91 ins Archiv gebracht worden, und jemand aus München hat einen ganz anderen Studiengang da aufgebaut. Aber ich habe auch da diese Ideale aus dieser anarchischen Zeit, diese 18 Monate, wo eigentlich alles frei zu sein schien, die habe ich auch behalten und in mein Selbstbild mit aufgenommen. Man, klar, dieses Disziplinarverfahren jetzt lehrt einen auch wieder Sachen. Mein Robert sagte vorhin, wir müssen noch tiefer reingehen, aber er hofft, und noch tiefer ins Tal reingehen, aber er hofft, dass mehr Menschen schon verstanden haben, aber sich nur noch nicht öffentlich äußern. Da würde ich jetzt mit der Erfahrung dieses Disziplinarverfahrens zweifeln. Mhm. Zum einen wird mir in den Medienberichten zu diesem Verfahren immer noch vorgeworfen, dass ich öffentlich gegen die Maskenpflicht angeschrieben habe, dass ich in meinen Methodenvorlesungen mich über Inzidenzen lustig gemacht habe. Jetzt in der Anhörung, bei der ich war, ging es noch um unsere Interviews, Kevan, die wir noch unter KenFM gemacht haben 2018. Wie konnte ich damals zweimal da zu dir nach Berlin kommen und so ein Interview gehen? Das ist immer noch ein Thema. Also, und dann habe ich auch in den Bericht des Berliner Landesamts für Verfassungsschutz reinschauen müssen, weil einer der Vorwürfe ist jetzt Delegitimierung des Staates bei mir. Habe ich also in diesen Bericht reinschauen müssen. Die Wirklichkeit in diesem Verfassungsschutzbericht Sommer 23 sagt immer noch, am 1. August 20 in Berlin waren bis zu 20.000 Teilnehmende, heißt das dort.
steht immer auch Sommer 23. Meine, jeder weiß mittlerweile, dass das nicht bis zu 20.000 Teilnehmende waren. Da regt man sich in diesem Verfassungsschutzbericht darüber auf, dass jemand auf einer Demo ein Transparent hochgehalten hat und Frieden mit Russland wollte, dass jemand für freie Impfentscheidung am 7. April 22 demonstriert hat. Das ist Delegitimierung des Staates aus der Sicht einer staatlichen Behörde. Die haben also den gleichen Blick auf die Welt wie die Leitmedienjournalisten. Da wird mit den gleichen Begriffen gearbeitet, reichsbürgerähnlich, rechtsextremistisch, verschwörungsideologisch, bezieht sich hier alles auf den demokratischen Widerstand, auf diese Wochenzeitung. Also da denke ich, da ist in der Behördensphäre ist das alles überhaupt noch nicht angekommen. Wir haben es bei dem Urteil gerade gesehen gegen Christian Detmar. 2 Jahre, wenn auch auf Bewährung, aber 2 Jahre bedeutet Ende von Beamtenstatus, Ende der Pension. Da ist also keinerlei Einsicht da. Deswegen denke ich schon, wir müssen noch viel tiefer reingehen und da ist auch noch auf der Bewusstseinsebene viel zu machen. Dein eines Buch, also das von 2020 oder 21, heißt ja die Propaganda-Matrix und auch dazu gab es schon einige Sendungen, aber da können wir ja vielleicht nochmal reingehen in die Propaganda-Matrix. Haben die Medien ein System, was man vergleichen kann mit einer Matrix, oder sind Menschen wie in so einem Sog von einer Medienmatrix oder einer Systemmatrix? Gut, diese Matrix-Metapher bezieht sich ja darauf, dass die Leitmedien eine Wirklichkeit schaffen, die kein Spiegel dieser Realität hier ist. Und bei dir kommen jetzt eh nicht vor, hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht einen Tagesschaubericht oder einen Tagesspiegelbericht auf uns ziehen, wie das Festival vor knapp 4 Wochen, wo er dann vom Tagesspiegel irgendwie geschimpft wurde. Also die schaffen eine Wirklichkeit ganz eigener, die nach ganz eigenen Gesetzen funktioniert, die aber, das zeigen diese Verfassungsschutzberichte zum Beispiel, die aber von Menschen in Entscheidungspositionen für genauso real gehalten wird wie das, was wir hier um uns haben. Solange in der Tagesschau sich nicht ein Gesundheitsminister hinstellt und eine Entschuldigung ausspricht, solange in der Tagesschau und in der Süddeutschen, in der FAZ nicht die Narrative von 20 bis 22 abgeräumt werden, solange werden die in Beamtenköpfen, in Entscheiderköpfen drin sein. Darauf bezieht sich diese Matrix-Metapher. Mhm. Ich selber nutze die, mein Robert hat gesagt, er tut sich das hin und wieder noch an. Ich schaffe das nicht mal hin und wieder, mir diese Leitmedien anzutauen, außer jemand schickt mir so einen Bericht und sagt, musst du unbedingt anschauen, um zu sehen, wie schlimm es ist, oder wenn ich selber drin vorkomme, weil ich dann ja irgendwie darauf reagieren muss. Mhm. Aber das hat so eine eigene Konstruktionslogik, dass ich mir das gar nicht mehr antun kann. Weil mir tun auch die Journalisten leid, die dieses Zeug schreiben wollen ja oft. Das ist nicht so, dass sie es müssen. Aber wir können uns wehren, das sagt ja Kevan immer ganz gut, und eigentlich müssen wir nur deren Machenschaften durchschauen. Ich habe das Glück, ich war selber 20 Jahre in den Leitmedien, dadurch kenne ich beide Seiten, aber nicht jeder hat diese Vorkenntnisse. Eigentlich müssen wir nur das Wissen haben, wie funktionieren Journalisten, wie funktioniert dieser Journalismus, und dann können wir eigentlich das auch als Geschichten erzählen annehmen, oder? Hast du vielleicht noch einen besseren Rat? Naja, also ich bin ja gerade selbst mit einem Vortrag auf Tour, Angst, Essen, Freiheit auf, wo ich die Soziologie der Propaganda dekodiere und den Zuhörern immer zeige, dass das so gut funktioniert, hat nicht nur damit zu tun, dass sie alle so eingeseift werden, sondern die das machen, sind da ziemlich gut drin. Das muss man einfach sagen. Das ist wie so ein Zauberkünstler, der ihnen eine Taube hinterm Ohr hervorholt. Sie wissen, das geht nicht, aber der täuscht sie einfach und das finden sie belustigend. Das ist trainiert, wie man Leute lenkt. Und ich meine, das Buch von Benet, 28, Propaganda, zeigt ja auch sein Menschenbild. Er glaubt ja, dass eine demokratische Gesellschaft gelenkt werden müsse, weil wir alle zu blöd sind. Das ist seine Meinung. Das war natürlich ein Auftragswerk, was er für die geschrieben hat, die gesagt haben, lenkt mal diese Masse in unserem Sinne. Und ich glaube, wenn wir erkennen, dass auch die Journalisten derselben Logik unterliegen, können wir von denen keine Veränderung erwarten. Also alle wesentlichen Journalisten in diesem Land, alle Leitartikel in allen Gazetten, das sind ja am Ende nur 11 Familien in diesem Land, sind alle in der Atlantikbrücke. Sie sind alle in der Atlantikbrücke. Und wenn du in der Atlantikbrücke drin bist als Journalist, dann hast du einen sehr schönen Salär. Da kannst du ziemlich gut leben davon. Du erkennst aber auch und hast ein sehr feines Gespür, wenn du jetzt die falschen Fragen stellen solltest, guckt dich jemand komisch an. Beim zweiten Mal wirst du nicht mehr eingeladen und dann ist Schluss mit dem schönen Sportwagen und den Dienstreisen. Einfach Feierabend. Das heißt, man sorgt dafür, dass du dich selbst korrumpierst. Natürlich kann man so wie Klaus Kleber sagen, mich hat keiner angerufen. Man muss auch bei der Mafia nicht anrufen, damit einer von den Mafiosis weiß, er darf nicht reden vor der Polizei. Das weiß der so. Ja? Und das ist das Prinzip. Wenn du als Mitglied dieser Atlantikbrücke, wenn du da dieser Gruppendruck, der produziert wird, der wirkt eben auch auf den Journalisten. Deswegen könnte er Stein und Bein spüren. Das sind alles freie Entscheidungen. Das ist das Doppelsprech. Wir alle wissen ganz genau, wenn wir von unserer Frau gefragt werden, wo wir gerade herkommen, was wir besser nicht erzählen und wie wir ausweichen können. Das ist das, wie die arbeiten. Das heißt, man kann denen gar nicht böse sein, sondern sie haben das gelernt.
Sie sind auch Teil dieses Drills. Und sie können nicht anders denken, weil die Art, wie sie denken, ist eigentlich, das sind Baukastensätze, die dann immer nur passen müssen. Sie haben praktisch intellektuelles Lego und damit kannst du nur Lego-Gebäude bauen. Ja? Und um eine andere Metapher zu benutzen, wir haben, wenn wir älter werden, erwachsen werden, lernen wir, wie man spielt. Und dazu brauchen wir entsprechendes Spielzeug, also elektrische Fahrzeuge oder eine Barbie oder so etwas. Ein kleines Kind zum Beispiel braucht das nicht. Wenn jetzt aber ein Gelernter, der gelernt hat, wie man spielt, wenn du den jetzt an einen Sandkasten heranführst, dann weißt du mit Sand, ein bisschen Wasser und einem Karton nichts anzufangen, weil damit kann man ja gar nicht spielen. Spielen, dazu braucht man diese Werkzeuge. Wir kommen aber auf die Welt, dass wenn wir einen Sandkasten als Kind sehen, und ich habe 4 Kinder, beobachte das immer wieder auch bei anderen, die können mit Sand, ein bisschen Pampe und einem Karton einfach spielen. Die sind kreativ. So sind wir. Und irgendwann heißt es, nein, spielen kannst du nur mit Produkten bei Toys R Us und die kannst du bei uns kaufen. Das ist die Art, wie wir alle in unseren Firmen, ob wir jetzt journalistische Firmen sind oder in anderen Firmen, wie wir denken. Wir sind, ich kann es immer nur wieder betonen, unglaublich gedrillt und merken das überhaupt nicht. Und wenn wir das überwinden wollen, dann sollten wir uns diejenigen angucken, die noch nicht so gedrillt sind, nämlich die jüngsten der Jugend. Da können wir erkennen, wie angstfrei die sind, wie die wegrennen, wie die rebellieren, wie die anarchisch sind. Und dann versuchen wir als Eltern, die in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen, damit es für uns leichter ist. Für uns soll es leichter sein. Und das mal zu erkennen, bedeutet eine Frage zu stellen, was an mir ist eigentlich natürlich? Was an dem, was, ich weiß, dass ich normal bin, ich bin also genormt, aber was ist natürlich? Ist mein Verhalten natürlich? Und wir testen unser Verhalten dahingehend immer, dass wir überprüfen, wie die anderen darauf reagieren. Und dem passen wir uns an. Ich möchte mal nur ein ganz kurzes Experiment schildern, was ich in meinem Vortrag auch zeige, wo es dann immer zappenduster ist in diesem Vortrag, wo die Leute aufhören zu lachen. Wer kennt das Experiment mit den Flöhen? Hand hoch, keiner? Also, Wissenschaftler, britische Wissenschaftler nehmen Flöhe, die im Schnitt so 20 cm hochspringen, die ihr Leben lang 20 cm hochspringen und packen diese Flöhe in ein Marmeladenglas. Das ist vielleicht so 11 cm hoch. Und lassen dieses Marmeladenglas 3 Tage stehen, mit Deckel drauf. Und nach 3 Tagen nehmen die Wissenschaftler den Deckel ab. Und kein Floh springt danach höher als bis zum Deckel. Aber die Nachkommen auch nicht. Das heißt, es reichen 3 Tage, um diese Sprunghöhe auf 11 cm zu deckeln. Und das hat man während der Corona-Zeit auf uns angewendet. Die nächste Generation kennt die Freiheiten gar nicht mehr. Und dieses Floh-Experiment ist mit dem Menschen-Experiment vergleichbar, weil wir sind nicht so viel anders. Wir sind soziologische Wesen und die Geheimdienste und die Sozialwissenschaften sind vor über 100 Jahren eine Allianz eingegangen, wie man dieses Wissen nutzen kann, um sie dazu zu bringen, damit sie sich gegen ihre eigenen Interessen entscheiden. Und das geschieht in Deutschland ganz stark durch die Informationsmanipulation und wenn das nicht hilft, dass man ihnen Angst macht. Und das ist die nächste Geschichte. Das heißt, man macht ihnen auf allen Ebenen Angst. Jetzt ist ja das Klimanarrativ, wird jetzt die große Angst sein. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie stark der Mensch ins Klima eingreift. Ich weiß nur eins, der politische Klimawandel, der ist zu 100% menschengemacht. Und der ist gefährlich. Der ist gefährlich. So. Und wenn man sich mit diesen soziologischen Experimenten mal beschäftigt, dem Milgram-Experiment oder dem Ashford-Experiment und Simpson, und aber auch guckt, dass auch die damaligen Forscher auch Ergebnisse produziert haben, die dem Zeitgeist entsprechen sollten, dann kann man auch das wieder hinterfragen. Was von der Wissenschaft, was wir heute als so ist es, ist so oder musste so abgeliefert werden, damit ich weitere Fördergelder bekomme? Ich darf alles hinterfragen. Aber ich glaube, wenn wir eine andere Gesellschaft haben wollen, und ich hätte sie ganz gerne, ja, ich lebe sie auch für mich, dann kann ich nur appellieren, hören Sie auf, Angst zu haben. Aber wie macht man das? Wie macht man das? Natürlich haben wir Angst. Natürlich haben wir Angst vor dem Tod. Ich betreibe Risikosportarten. Ich fahre Motorrad und bin Fallschirmspringer. Ich habe mich damit beschäftigt, und zwar genau aus dem Grund. Wie ist es, wenn ich denke, es geht zu Ende? Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, weil ich gehe jetzt stark auf die 60 zu, also ich habe ja schon 2/3 rum, ja, dann kann man freier agieren. Aber ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, wo die Jugendlichen so frei agieren. Aber denen machen wir ja schon Angst. Du sollst dir dein restliches Leben nicht versauen. Wir sind unglaublich gedrillt. Und wenn wir diesen Grad dieser Erziehung, dieser Gehirnwäsche, wenn wir uns darauf mal fokussieren, dann stellen wir fest, es ist in allen Bereichen so. Robert, in allen Bereichen. Das ist ein Grad der Gehirnwäsche, der ist so hoch, das kann einen erschaudern lassen. Und ich glaube, wir müssen das aufrechte Gehen im Kollektiv erst lernen. Da sind wir gar nicht gut darin. Und
Ich glaube, dass ein Weg in eine freie Gesellschaft eben ein Marathon sein wird. Und das ist ein Trugschluss. Und das ist eben auch drin. Da kommt dann jemand, der macht so eine Partei und eine App und dann ist das morgen alles ganz anders. Solange wir so bleiben, wie wir sind, wird sich gar nichts ändern. Und es gibt nichts, was schwieriger ist, als sich selbst zu ändern. Und das spreche ich aus Erfahrung. Danke. Darf ich dir hier mal das Wort abschneiden? Weil ich würde das so gerne an Robert weiterleiten. Robert, das, was Ken beschreibt, diese Matrix, in der wir leben, diese Scheinrealität oder diese kollektiv wahrgenommene Scheinrealität, auf die sich alle geeinigt haben, die Medien und die Universitäten, die Politik und das, was uns so im Klammergriff und in der Angst hält, das ist ja das eine. Und wir identifizieren uns mit diesen Leben, die wir in dieser Scheinmatrix haben. Aber es ist ja nicht das wahre Leben. Ich weiß, du hast da eine Sicht auf die Dinge. Du sagst, es ist das, was wir jetzt hier sitzen, dass wir jetzt hier in dieser Runde sind, ist ja kein Zufall. Dinge haben dazu geführt, dass wir jetzt hier sitzen. Es sind, das Resonanzprinzip ist eingetreten, karmische Prinzipien. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Was machen wir hier? Also, ist das Schicksal, dass wir jetzt hier sitzen? Muss das alles passieren, dieser ganze Schlamassel, was Kayvan beschreibt? Das ist jetzt eine fiese Frage und das ist weder meine weibische Neugier noch mein Sadismus, dass ich dich das live hier frage. Das interessiert mich wirklich. Ja, ja. Die Antwort ist total einfach. 42. Also, Herr Anhalter durch die Galaxis, wo Deep Thought gefragt wird und nach 5 Millionen Jahren kommt die Antwort auf alle Fragen. Er sagt 42 und der Herr Gucke wissen, wie ich die Frage vorher auch weiß. Ja. Also es ist die Frage, ist es deterministisch oder ist es alles durch Zufall? Ich lese zurzeit ein Buch von einem Astronaut, der war ein Amerikaner, Terry Wirtz, der war 200 Tage auf der Raumstation, hat auch früher das Space Shuttle geflogen und der hat halt ein Buch geschrieben, How to Astronaut. Interessiert mich einfach. Ich bin einfach Raumfahrt-Fan. Und am Schluss dieses Buches kommt er so auf die großen Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Gibt es da jemand da draußen und so weiter? Und er hat ein simples Beispiel gebracht. Nehmen wir einfach nur mal ein Weinglas. Er sagt, egal wie lange wir warten und wie viel Kohlenstoff und Sand und Vulkan und sonst irgendwas irgendwo auf der Erde vorkommt, niemals, nie nicht, in 10 Milliarden Jahren wird irgendwo durch Zufall ein Weinglas entstehen. Oder nimm da drüben die Küchenuhr, zerleg sie, leg sie in eine Schachtel, fang an zu schütteln. Wie lange musst du schütteln, bis die Zeit wieder angezeigt wird? Es gibt keine Uhr ohne einen Uhrmacher. Und wenn wir uns das anschauen, in den kleinsten Aspekten des Lebens, in diesen Amöben, in diesen Urteilchen, und das sind so hochkomplexe Dinge, dass es ohne einen Schöpfer gar nicht erklärt werden kann. Also ich gehe davon aus, dass wir hier alle in einer Matrix sitzen, die ganz klare Schöpfungsprinzipien aufzeigt, aber wir hier noch einen gewissen freien Willen haben, ob ich jetzt ein grünes oder ein blaues T-Shirt anhabe, ist scheißegal. Aber dass wir hier sitzen oder dass jeder einzelne von uns hier einfach jetzt an diesem Tag sitzt, das ist Teil dieses Lebensplans, den wir eben haben. Und die Dinge, die uns passieren, zum Beispiel deine doppelte Lungenembolie vor 10 Jahren oder deine Katze, die verletzt wurde und all diese Dinge, das sind Dinge, die uns reifen lassen, das sind Dinge, die wir uns wahrscheinlich, ich kann es nicht abschließend sagen, aber uns vorher ausgedacht haben, um hierher zu kommen, um einen gewissen Erfahrungsschatz zu sammeln in dieser Dichte, in dieser Materialität, in dieser Dreidimensionalität, dass wir eben dann als Seelenwesen mit einem Erfahrungsschatz wieder hinübergehen in die eigentliche Welt, wo wir eigentlich herkommen. Und für mich ist das ein natürlich schwer, das greifbar und dingfest zu machen. Erklär das mal einem Vater, dessen 2-jährige Tochter gerade eben gestorben ist. Oder sag ihm, ja, deine Tochter hat sich das ausgedacht und sie ist jetzt auf einem besseren Platz. Der schmiert dir eine, mindestens. Ist ja logisch. Aber all diese Dinge, wenn ich zurückschaue auf meinen Weg, übrigens im September 13 habe ich die Diagnose gehabt und gerade die Entscheidung für die Chemo getroffen. Das ist hopp oder top. Ja, also ich weiß genau, wie ich am See saß und okay, liebes Universum, ich mache das jetzt und wenn ich noch dabei sein darf, dann gerne. Ansonsten, ich kann auch schon gehen. Ich bin glücklich, ich bin im Reinen mit mir. Ja. Aber all diese Dinge, die uns passieren, die guten wie die schlechten, ist Teil eines höher geordneten Konzepts. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, dass ich das zumindest ansatzweise verstanden habe und natürlich trotzdem in dieser Materie sitze und alle
Widrigkeiten ertragen muss oder so. Ja, das ist schon klar, aber ich, im Endeffekt, wenn wir uns rauslösen aus dieser Dichte, aus dieser politischen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation und mal das Bild von oben anschauen, aus der Adlerperspektive eben, dann kommen wir auf Antworten und ich glaube, viele Leute haben einfach Angst auf diese Antworten. Gerade Menschen, die so naturwissenschaftlich geprägt sind, die ihr Leben nur im Hier und im Jetzt sehen oder so. Wie oft ich mit dem Thomas darüber schon diskutiert habe. Ja? Der Mann, der so hochbrillant ist und analytisch und alles oder so. UFOs, Gott, Mumpitz in seiner Wahrnehmung. Und trotzdem glaube ich, dass er da einen Teil verpasst, weil das sind die eigentlichen Antworten. Wie weit jeder da geht in unserem Leben, wie in seinem eigenen Leben, das ist jetzt eine andere Sache. Aber ich für meinen Teil bin ich sehr glücklich, dass ich diese Dinge zumindest erkannt habe oder erahnen kann, um was es geht. Ich habe vor kurzem mich erinnert an eine Sache. Ich habe vor 10 Jahren damals ein Buch gelesen von Dr. Eben Alexander. Der Mann hat ein Buch geschrieben, das war im Jahr 2012, kam kurz vor dem 21.12.2012 kam das auf den Markt und das nannte sich Proof of Heaven. Er ist Hirnchirurg, 20 Jahre lang Menschen am Gehirn operiert und hat oft Patienten gehabt, die hinterher zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Herr Doktor, ich habe Sie gesehen bei der OP, ich war außerhalb und habe Sie beobachtet und ich war auf der anderen Seite und das ist unglaublich, muss Ihnen davon erzählen. Und er hat gesagt, ja, alles klar, Reizreaktionskiste, Hirn ist auf Nulllinie und das ist alles nur rein chemisch erklärbar und so. Bis er selber 2008 eine Meningitis bekommen hat, eine schwere Gehirnentzündung, Kolibakterien haben sein Hirn zerstört und die medizinische Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, war eigentlich gegen Null gegangen. Und nach einer Woche ist er wieder aufgewacht, nach ein paar Tagen Wiederorientierung war er wieder da und hat dann ein Buch geschrieben über das, was ihm auf der anderen Seite passiert ist. Und seitdem wird er natürlich von seinen Kollegen gescholten und das ist dann der Hirnforscher Kokolores und so weiter. Aber er hat gesagt, Leute, ich habe als Arzt verstanden, wie unwahrscheinlich das ist, dass ich überhaupt wieder wach werde. Das war eigentlich gar nicht möglich und doch bin ich da und ich war auf der anderen Seite drüben und habe ein lichtes, goldenes Wesen. Eine Frau hat ihn da durch diese Ebenen geführt und Geschichte zum Schluss, er war selber adoptiert und hat nach seiner Erkrankung seine eigene leibliche Familie dann kennengelernt. Das war damals gar nicht so einfach, aber er hat sie dann kennengelernt und hat erfahren, dass er selber leibliche Geschwister hat. Und eine seiner leiblichen Schwestern ist schon gestorben, bevor er sie kennenlernen konnte. Und als er das Bild von ihr gesehen hatte, war es dieses Wesen, das Antlitz dieses Wesen, das ihn auf der anderen Seite begleitet hat. Also, wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen, dann glaube ich, gilt es für uns alle. Das gilt nicht für einen, sondern wir sind alle hier. Wir sind Wesen einer göttlichen Schöpfungsmatrix, die hierher kommen auf diesen Spielplatz und alles mitnehmen, ob Krankheit, ob Liebe, ob Tod, ob Verzweiflung. Aber das ist das Eigentliche, was uns prägt. Und ich muss echt gestehen, ich bin so glücklich, dass ich von diesen Konzepten lernen durfte, aber ohne den Schlamassel wie Chemo. Wäre ich niemals an diesen Punkt gekommen, weißt du so. Ich würde den Ball gerne mal zu Spiritiano rüberwerfen, weil Ralf hat viele Bücher schon darüber geschrieben, Licht von dieser Welt oder auch Begegnung mit Jesus. Und ich weiß, du hast da einen riesen Vorlauf uns gegenüber. Vielleicht kannst du aus deiner Schatzkiste mal ein bisschen rausgeben. Ich weiß nicht, ob ich da was vorhabe, aber ich kann zumindest sagen, dass es gibt ein Wissen, einen Wissensschatz, zu dem jeder einen Zugriff hat, so er sich öffnet, der im Innen ist. Jeder hat diesen inneren Weisen und hat diese Verbindung in diese von Robert beschriebene geistige Welt, insofern er sich eben auch öffnen kann. Jetzt würde ich gerne, wir haben jetzt alles, was wir hier gehört haben, waren alles Beispiele für Angst. Also ob wir jetzt von Journalismus sprechen, der irgendwie korrumpiert wird, wenn wir von Leuten sprechen, deren die Angst hatten jetzt auch in der C-Zeit, dass wir uns gefragt haben, warum sind die alle so still, gerade auch Künstler etc., Musiker, von denen ich unglaublich enttäuscht bin. Warum waren die so still? Und du merkst, okay, das ist eine Fallhöhe. Das ist immer Angst, alles Angst. Das heißt, wir glauben an die Angst. Und jetzt möchte ich jemanden oder euch alle mal fragen, wer glaubt noch an die Liebe? Sehr schön. wenn man an die Liebe glaubt, weil muss man eins sehen, die Liebe ist die stärkere Kraft.
Und wenn man jemanden fragt, was glaubst du, ist die stärkste Kraft im Universum? 99% sagen, ja, die Liebe. Aber handeln wir auch so? Ist unser Handeln von Liebe geprägt oder von Angst? Und da kann jeder jeden Tag anfangen, sich selbst das auch beizubringen, indem er Aufmerksamkeit entwickelt für das, wie er handelt und sich einfach hinterfragt, ist das Liebe? Weil ich bin bei vielem, was Kevan gesagt hat, und denke, ja, auf dieser Realitätsebene hat er komplett recht, aber wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich demonstriere, wenn ich dagegen angehe, ist das ein Akt der Liebe? Und da muss ich sagen, die Liebe kämpft nicht. Die Liebe hat schon gewonnen. Und was heißt das? Danke. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn du es schaffst, diese Kraft anzuzapfen, sozusagen, du schließt dich an diese Quelle an, weil es gibt nur zwei Energiequellen. Entweder du machst es aus Angst oder mit Liebe. Und wenn du da unterscheiden lässt, du wirst ganz oft feststellen, dass du denkst, das ist Liebe. Hat mir jemand gesagt, ja, du musst ja auch mal, nur wenn du da einschreitest, deinen Kindern gegenüber, dann musst du auch mal Strenge walten lassen und so. Dann sage ich, ja, aber ist das Liebe in dem? Ja, natürlich ist das Liebe. Nee, das ist Angst, dass ihnen was passiert. Du hast Angst um sie und deswegen machst du das. Und das verstehe ich auch. Wenn der Robert sagt, er stellt sich gegen alle und sagt, ich hab aber recht. Verstehe ich auch, ist richtig. Wenn der Kevan sagt, ich sage überhaupt nicht, dass ich recht habe, stimmt auch. Ich glaube mittlerweile, andere Frage, wer von euch kennt den Mandela-Effekt? Okay, es sind nicht so viele, aber der Mandela-Effekt zeigt uns eine kollektive Erinnerung, die jetzt nicht mehr stimmt. Wenn man dem mal nachgeht, merkt man, das kann nicht sein. Für mich war das als alter Star Wars-Fan, war das ganz klar, C-3PO ist golden gewesen, immer. Und der hat jetzt ein silbernes Bein. Oder auch JFK, das Attentat. Für mich waren da immer nur 4 Menschen drin. Jetzt sind da 6 Menschen drin. Und da gibt's so viele Beispiele, wo jeder seinen eigenen Punkt haben wird, wo er sagt, nee, das ist 100% anders. Tiny Toons schreibt sich mit Doppel-O. Die schreiben das jetzt wie Tunes. Plötzlich ist etwas, was wir alle schon lange kennen, anders. Und zwar auf allen alten Filmen, in allen alten Berichten. Du findest kaum noch Erinnerungen an das, was du gekannt hast. Und das gibt uns eigentlich einen Schlüssel, nämlich den, dass nichts eine eigentliche, einzige Wahrheit ist. Es ist auch die Vergangenheit veränderbar. Und da steigt der Verstand aus. Und wenn der Verstand aussteigt, dann haben wir die Chance, uns mit dem zu beschäftigen, was diese höhere Wahrheit ist. Und das geht, wie Kevan vorhin auch schon gesagt hat, das geht nur übers Gefühl. Dann muss der Verstand mal zurücktreten. Und deswegen glaube ich heute, wir haben alle recht. Die, die das anders sehen, die erleben eine andere Realität und in ihrer Realität haben die recht. Wir haben unsere Wahrheit und haben recht in unserer Wahrheit. Die Frage ist nur, was passiert damit, wenn wir aufeinander prallen? Und da kann ich jetzt wirklich auch nur sagen, ja, versucht euch da nicht reinziehen zu lassen, weil, ich sag's mal so spinnert, es nährt sich auch etwas von negativer Energie. Und wir geben sozusagen, wir sind wie so kleine Kraftwerke, die Energie produzieren. Wir lassen Energie raus. Bei allem, was wir tun, brauchen wir Energie. Und deshalb will etwas diese Energie von uns. Und das ist unglaublich schwer, sich dann nicht damit zu verbinden und in den Streit zu gehen. Aber sobald ich in diesem Streit bin, bin ich auf der Ebene der Angst. Und dann freut sich ein Dritter, weil er sagt, ja, du bist für den Frieden und gehst jetzt kämpfen. Wunderbar, dankeschön für deine Energie. Und die anderen kämpfen sowieso für mich, dankeschön für meine Energie. So, wenn man das mal verstanden hat, dass man ihnen nicht mehr die Energie gibt, dass man diese Energie entziehen kann, indem man lernt, die Liebe nicht nur als ein
romantisches, eine romantische Idee zu sehen, sondern sie wirklich versteht als eine Kraft im Universum, mit der man sich verbinden kann und auch in sofort in Verbindung ist, sobald man fragt, was würde die Liebe tun? Wenn ihr euch irgendwo in einer Situation befindet und fragt, soll ich so handeln oder so, dann fragt euch, was würde die Liebe tun? Ihr bekommt sofort eine Antwort. Die wird euch nicht immer gefallen, weil wir alle gewohnt sind, irgendwo Krieger zu sein. Aber wenn wir raus wollen aus dieser Matrix, dann kann ich eigentlich nur die Empfehlung geben, zu lernen, mit der Liebe zu wirken, weil eine andere Realität dadurch entsteht. Und dann ist es so, wenn ich mit Leuten arbeite und frage sie, möchtest du in deinem Leben weiter mit der Liebe gehen oder mit der Angst? Ich kriege immer dieselbe Antwort. Ja klar, mit der Liebe. Aber wenn ich dann so bin, so wie die Liebe ist, so selbstlos und ich sag immer ja, dann können die anderen ja mit mir machen, was sie wollen. Dann sage ich ja immer ja. Ich sage ja, und wer antwortet jetzt aus dir? So, dann ist klar, das ist wieder die Angst. Der Punkt ist, es ist genau andersrum. Wenn du mit der Liebe wirkst, entstehen in deinem Außen gar nicht mehr diese Realitäten so, dann kommst du drumherum, dann wird sich etwas anderes auftun und du berührst das nicht mehr. So verlässt man diese Matrix. Katrin, ich würde dich gerne mal was fragen. So. Du warst ja lange, lange beim MDR und der MDR hat jetzt eine Umfrage veröffentlicht. 80% der Deutschen sind sehr unzufrieden mit unserer aktuellen Regierung. Das lässt ja auf bessere Zeiten hoffen. Vielleicht passiert ja doch noch etwas. Aber dieses Erwachen, dieser Erwachensprozess ist ja mit sehr viel Frustration verbunden. Der Ralf hat gerade schon ein Instrument uns erzählt, was wir tun können, versuchen in der Liebe zu bleiben, in unserem Herzen. Das klingt erstmal gut, ist aber gar nicht leicht. Ich weiß, wir beide sind ja auch auf dem Weg und auf der Suche. Darum die Frage an dich, aber auch gerne an euch. Wie gehen wir denn um? Wie schaffen wir denn diesen Weg dahin? Also es ist keine gute Idee, sich zu betrinken. So viel wissen wir mittlerweile schon. Und vielleicht sollten wir alle in einen Ashram nach Indien fahren und uns selbst finden. Oder wir versuchen es mit Meditation. Also wie schaffen wir denn diesen Weg in uns selbst? Du hast ihn ja auch vollzogen, den Weg zu dir zurück zu Kayvan. Aber erstmal würde ich dich gerne fragen, Katrin, wie ist denn dein Weg gewesen? Ich glaube, jeder sucht sich seinen eigenen Weg. Bei mir ist es die Natur. Also ich habe gemerkt, es ging vor vielen Jahren los mit dem Garten, mit dem Kleingarten, mit dem Schrebergarten. Das hat dann gewechselt zu einem Waldgarten, wo ich wirklich wie Ronja Räubertochter Bäume fällen konnte, sägen konnte und alles. Und jetzt bin ich umgezogen Richtung Sächsische Schweiz und ich bin ganz viel in der Natur draußen. Und es gibt ja nicht umsonst dieses Dreierprinzip, der Mensch geht zuerst in die Natur, entdeckt die Natur, dann entdeckt er sich selbst und dann das Universum oder Gott. Und ich glaube, genau diesen Weg gehe ich gerade. Ich bin am glücklichsten und im Flow, wie man so schön sagt, wenn ich Kräuter sammeln kann, wenn ich die verarbeiten kann, wenn ich Tinkturen mache oder wenn ich jetzt, wie ich es jetzt auch gemacht habe, mal ein Kräuterseminar gebe, dann bin ich so richtig bei mir. Und dann denke ich, das ist eigentlich das, was vom Herzen kommt, das möchte ich gern machen. Und das gibt mir so viel Kraft, dass ich dann über Dinge lache, die ich dann oder einfach hinwegsehe oder gelassener hinwegsehen kann, wenn wieder mal so eine Meldung kommt, wie Robert gerade, schon wieder mit Angst von der rechten Seite, wo ich denke, dann bin ich bei mir. Also das ist mein Weg. Ich habe es vorher mit Meditation versucht. Da bin ich sehr unruhig. Ich brauche da nochmal was Dynamisches, dass mir jemand was erzählt. Oder jetzt mache ich es mit Singen. Es gibt ja auch dieses, dass jeder Mensch einen Grundton hat. Und wenn er diesen singt, dann kann er sich in den Ausgleich bringen. Da will ich in der Richtung auch noch ein bisschen mehr forschen und in die Welt bringen. Also das ist so mein Weg. Eigentlich ist es auch das Singen. Ne? Ralf hat mir zauberhafte Lieder geschrieben. Das Album kommt jetzt raus im Herbst. Und dieses Singen die letzten 4 Jahre, obwohl man mir immer gesagt hat, kannst du nicht, es reicht gerade so für den Chor, hat mich stark gemacht, hat mich durch die Zeit getragen. Und für jemand anders ist es vielleicht das Angeln oder mit Kindern zusammenarbeiten oder so, aber das können wir gerne mal in die Runde weitergeben, wie das jeder so selber für sich schafft. Andere in meinem Bekanntenkreis, und ich habe es selber auch ausprobiert, versuchen es mit psychedelischen Substanzen, einfach erstmal sich selber wieder zu spüren, sich mal wieder
mal wirklich Entspannung zu spüren. Ne? Das, manche schaffen das im normalen Leben gar nicht oder brauchen Alkohol dazu. Also jeder, wie gesagt, ich gebe den Ball gern mal weiter. Kevin, wie machst du es? Du bist ja auch, soweit wie ich gehört habe, hast dir eine Auszeit gegönnt und bist in den Wald verschwunden. Was hast du dort erlebt? Ja, also ich habe natürlich meine Motive hinterfragt, warum ich das, was ich jahrelang gemacht habe, 30 Jahre lang gemacht habe, warum ich das so intensiv und auch doch erfolgreich gemacht habe. Und ich habe immer im Außen gegen Ungerechtigkeiten gekämpft, weil ich sie eben in meiner Jugend erfahren habe. Das ist mein Motiv. Und ich glaube, jeder, der in irgendeinem Bereich sehr erfolgreich ist, kann sich diese Frage stellen, warum man das macht. Also der schöne und der wahre Grund, sage ich immer. Und das war das Erste, dass ich davon mich befreit habe. Sonst bin ich ja wie in so einem Hamsterrad oder was meine Freundin zu mir gesagt hat, du bist wie so ein Rennpferd, auf dich kann man setzen, du gehst durchs Ziel. So. Und das ist aber nicht unbedingt mein Ziel, ja. Ich habe immer gesagt, Journalismus ist für mich auch ein Entgiftungsprozess. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ich habe es alles nur wegen euch gemacht. Nein, ich als Entgiftungsprozess, ich lese so, habe so viel Müll gelesen, das musste auch wieder raus. Und wenn Leute dann ein Portal wie zum Beispiel Apolut oder KenFM unterstützt haben, dann muss ich dafür auch Material liefern, man sich angucken kann und anhören kann und Technik kostet Geld. Dafür habe ich das gemacht, dafür wird das verwendet, aber nicht wegen euch. Also diesen Guru-Style habe ich sowieso immer blöd gefunden. Aber mir ist auch klar geworden, das können Journalisten ja auch vielleicht bestätigen, dass Erfolg, egal auf welchem Gebiet, auch einen gewissen Suchtcharakter hat. Ich bin ja auch so eine Art Workaholic, wenn so eine Maschine mal läuft, dann muss die hochgedreht werden. Ich bin ja so ein italienischer Rennmotor, der muss dann laufen, immer bei 17.000 und wenn der dann irgendwo parkt, ganz kurz zum Nachtanken sofort drauf, aber die Landschaft fährt an mir vorbei. Und da habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht mehr, weil das ist eigentlich nicht ein Ziel ansteuern, das ist auf der Flucht. Vor etwas, was weit in meiner Vergangenheit liegt. Und damit habe ich mich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt, also praktisch mit meinem Elternhaus, meinen Eltern und diese sehr unschöne Jugend, damit ich das loslassen kann und sage, ich muss nicht mehr im Außen sein. Und das ist meine Empfehlung. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich als Sufi-Sirwasch Teil der Sufi-Kaste bin und deswegen mich immer schon auch mit Spiritualität beschäftigt habe. Jetzt konnte ich das ganz offiziell tun und bin dann vielleicht ein Sufi-Schwurbler. Macht mir nichts aus. Ist in Ordnung, aber kann den spirituellen Weg auch nach außen gehen, nämlich dass ich mich mit etwas connecte, wo ich weiß, das verurteilt mich nicht oder beurteilt mich, sondern da kann ich sein. Ich glaube, was ich als Journalist aber trotzdem leisten kann, darauf hinzuweisen, dass wir alle letztendlich mit dem Kostbarsten bezahlen, was wir überhaupt haben, das ist unsere Zeit. Und das kann man bei sich ja selber beobachten, wenn drei Jugendliche auf einer Bank sitzen und oder ich habe es gestern wieder beobachtet, Kinderspielplatz, drei Mütter, vier Kinder, die Mütter gucken auf ihr Mobiltelefon. Ich sehe auch immer häufiger Mütter, die auf ihr Mobiltelefon gucken, während sie einen Kinderwagen schieben. Das heißt, wir sind da im Außen und ich glaube, das kann auch jeder Lehrer bestätigen, spannend wird es bei einem Ausflug, wenn man an einen Punkt ansteuert, wo es kein WLAN gibt und wenn die Akkus bei den Endgeräten aus sind, dann fangen die Kinder wieder an, normal zu sein. Ich glaube, so schön die digitale Welt ist und ohne die gäbe es ja nicht die freien Medien, die Freiheit wohnt tatsächlich in der analogen Welt. Raus in die Natur als größter Lehrer und einfach sich ganz natürlich mit anderen Menschen begegnen. Und auch wenn man sich das bei mir jetzt nicht vorstellen kann, ich bin oft sehr auch alleine in der Natur, weil ich schätze diese Ruhe, wenn mal keiner spricht. Finde ich super. Einfach mal auf einem See mit einem Boot und nichts machen. Also wenn ich aber mit jemandem zusammen bin und der stellt mir eine Frage, dann erwartet er von mir jetzt schon eine Form der Kommunikation. Sonst heißt es, wie war der denn drauf? So. Andere Geschichte, und da möchte ich dir auch sagen, danke. Ich glaube, du bist jemand, da kann ich jetzt hier gleich den Bogen spannen, der für etwas ganz Wesentliches steht, und zwar für das, was den Menschen tatsächlich ausmacht und was an unseren Schulen zu kurz kommt. Und wenn es nach mir ginge, wäre das der Ansatz einer Bildungsreform. Wir brauchen mehr Kunst an den Schulen. 100%. Wir brauchen mehr Kunst. Wir brauchen mehr die Möglichkeit, dass Menschen sich künstlerisch ausdrücken durch Malerei, durch Tanz, durch Musik. Und deswegen Singen ist ganz wichtig, weil Singen bedeutet nämlich, sich eine Stimme geben. Das kann man wirklich so wörtlich nehmen. Es wurde ja früher viel mehr gemacht. Während wir heute ja uns Videos angucken und 50.000 Hits konsumiert haben, aber wir können die gar nicht nachsingen. Wer kann denn seine Lieblingshits nachsingen? Wir sind Konsumenten. Das ist auch eine Form von Drill. Wir können uns mit Dingen im Außen identifizieren, die alle nicht wir sind, die aber schöner sind als wir. Und wir sind in einem ständigen Wettbewerb mit uns selber. Keiner kann heute noch in den Urlaub gehen, ohne auf Instagram zu publizieren, wo er ist, weil die anderen machen das auch. Wie stehe ich denn jetzt da, wie der da sich geschönt hat? Davon wegkommen, in die analoge Welt und mehr Kunst machen. Ich glaube, dass wenn Regierungen, Politiker mehr miteinander tanzen würden, als aneinander vorbeizuquatschen, wäre die Welt eine bessere. Bin ich fest von überzeugt. Ja? Ähnliches. Ja? Oder wenn sie mehr kreativ sind. Und ich glaube, dass wir das
an unseren Schulen und in den Kitas lehren sollen, eben nicht nur PISA-Studie, was der schön auswendig kann, sondern wir sind kreative Wesen, wir sind künstlerische Wesen und die Missverständnisse auf diesem Planeten existieren ja nur aufgrund von diesen diversen Sprachen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sich musikalisch falsch ausgedrückt hat. Ja, oder malerisch. Und da möchte ich nochmal an die deutsche Geschichte erinnern. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Deutsche so ein bisschen belastet, so von der Sprache her. Und was hat dieses Land dann getan? Es hat in andere Ländern Orchester geschickt. Die haben dort dann Musik gemacht. Warum? Weil das etwas Verbindendes ist. Und wir müssen aufhören, dass wir auch in der Nach-Corona-Zeit anfangen, noch Rechnungen offen zu haben, weil das ist wieder Drill. Die müssen sich erstmal bei mir entschuldigen, sonst gehe ich gar keinen Schritt dorthin. Nee, da bin ich in der Liebe. Ich erwarte gar nicht, dass sich irgendjemand bei mir entschuldigt. Ich gehe auf ihn zu und frage nicht, wie ist er im Status. Und wenn der gut tanzen kann, dann kann der vorher auf der Gegenseite gewesen sein. Das ist mir egal. Ich mache dann einen Neuanfang. Das bedeutet nicht, dass ich das vergessen habe. Aber wir brauchen auch eine Entschuldigungskultur. Die haben wir auch nicht. Wie gehen wir mit den Leuten um, die unseres Erachtens wirklich schlimme Dinge getan haben? Natürlich muss es auch Dinge geben, wo man sagt, das ist justiziabel, wenn jemand korrupt war. Aber das kann nicht alles sein. Trotzdem muss jemand die Möglichkeit bekommen, wenn er korrupt war, wenn er sich daneben benommen hat, dass er in die Gesellschaft wieder integriert werden kann. Und da gibt es dann auch wieder Leute, ich merkte, nein, der muss erst dies. Das ist dann wieder der schöne und der wahre Grund. Habe ich vielleicht ein Problem mit meinen Eltern, dass das an dem exemplarisch abgearbeitet werden kann? Mein Rat ist, wenn wir in die Liebe gehen, wenn wir in die Natur gehen, sich mit dem zu befassen, was ein schönes Wort ist, aber was bedeutet das tatsächlich Frieden? Und ich glaube, es wäre ratsam für jeden, zu versuchen, mit sich selbst friedlich zu sein. Die meisten von uns sind mit sich selbst nicht friedlich, sind mit sich selbst unzufrieden und haben einen Spiegel zu Hause, um sie hinweisen zu sagen, oder kaufen sich Frauenzeitschriften, um sich von denen beleidigen zu lassen. Das ist ja unsere Art von Kultur. Und wenn wir das mal loslassen würden und vielleicht uns an unseren Kindern orientieren und wieder Dinge tun würden, mehr miteinander tun würden, die reines Gefühl sind, Malerei, Gesang, in der Natur, dann wäre das für mich ein neutralerer Anfang. Und ich glaube, dass wir den in der Gesellschaft wirklich brauchen, denn wir müssen ja auch miteinander reden, weil wir miteinander leben wollen. Und oft ist es so, dass Sprache nicht das geeignete Mittel ist nach dem, was geschehen ist. Dann suchen wir uns die Möglichkeit des Ausdrucks, wo man einen Neuanfang wagen kann. Und es wäre meiner Meinung nach Malerei, Gesang, Kunst, Singen, einfach eine Basis schaffen, wo man sagen kann, hör zu, wir haben uns alle eine Menge zu verzeihen, die mehr als wir umgedreht. Aber einfach, wollen wir das? Wollen wir mit denen, die das getan haben, was sie getan haben, zusammenleben? Und wenn nicht, wo sollen die denn hin? Und das ist ja auch immer die Frage, Nazis raus, höre ich dann immer, sage ich, und wohin, wer soll sie nehmen? Ja? Das ist diese Denke, das ist auch drin, ja, da muss aber dann jemand kommen. Ich habe mich davon gelöst. Ich bin nicht der Richter. Ich weiß gar nichts. Ich habe genug selbst auf dem Kerbholz, wo ich sagen kann, da kann ich mich wochenlang bei meinen Kindern entschuldigen, was ich da alles falsch gemacht habe. Okay, aber ich brauche einen Konsens, weil niemand von uns ist unfehlbar. Und das ist die Liebe, das ist der Frieden, den man mit sich selber finden kann. Und da hilft mir dazu, in die Natur gehen und einfach nur sein. Und ich nehme auch kein Buch mit. Ich höre auch keine Musik. Ich bin einfach nur in der Natur und setze mich diesem Sound aus. Das hat mir in den letzten 2-3 Jahren eine Menge gebracht. Und ich kann euch eins sagen, da bin ich bei Deleganza. Im Grunde, da draußen in der Natur ist alles in Ordnung. Mhm. Die Probleme, die wir in den letzten Jahren hatten, sind Probleme in der Menschenwelt. Und das ist ein ganz kleiner Teil. Geht raus in den Rest, das ist der größte Teil, da ist das meiste in Ordnung. Und das macht mir auch keine Angst. Da habe ich Zutrauen. Da glaube ich, wenn wir uns an dem orientieren würden mehr, das ist natürlich total naiv. Das öffnet Pforten. Ich bin, was das angeht, einfach angstfrei. Mir kann gar nichts passieren. Am Schluss sterbe ich. Und Corona wollte mich ja davor bewahren, dass ich sterbe. Ich sterbe sowieso und ich bin happy darüber. Man stelle sich vor, ich müsste unendlich lang mit Bill Gates auf diesem Planeten leben. Das will ich nicht. Ja? Ich werde irgendwann sterben, ist auch in Ordnung, und versuche die Zeit, die mir bleibt, so ehrlich und so intensiv und so aufrecht mit denen zu verbringen, die da sind. Manchmal ist keiner da, ist auch in Ordnung. Einfach die Restzeit zu verbringen, bis jemand sagt, Game over, ach, das war eine interessante 3D-Grafik. Mehr bleibt mir nicht übrig, Robert. Mehr bleibt mir. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Das fühlt sich echt gut an. Ihr könnt es mal zu Hause ausprobieren. Einfach in die Natur gehen. Was machst du? Ich hänge heute ein bisschen rum. Ohne Endgerät. Ohne Beschallung. Ohne, ich habe doch was vor danach. Einfach das mal machen. Und ich habe festgestellt, es ist manchmal ganz schön schwierig, mit sich alleine zu sein. Es ist ganz schwierig, manchmal so 3 Wochen lang alleine zu sein. Ich habe es gemacht. Einfach 3 Wochen lang alleine zu sein und mein Nachbar war nur ein Huhn. Es geht in Ordnung. Ja?
einfach mal machen und was dann mit dir passiert, und das kannst du nicht simulieren. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, wo wir aus allem, auch aus dem Wandel einer Gesellschaft, immer so eine Art ZDF-Kochsendung gemacht haben. Da hat schon jemand etwas vorbereitet. Irgendeine Partei hat schon was vorbereitet, und der Herr so und so, oder da muss ein Wechsel an der Spitze stattfinden und der hat was vorbereitet. Dann bleibe ich wieder in meinem Gleichschritt, in meinem Trott. Das führt nicht in die Freiheit. Ich muss den Weg in die Freiheit alleine gehen, aber ich werde feststellen, das sind viele andere. Guck mal hier zu meinem rechten Flügel, wo es ein bisschen ruhig geworden ist. Wollt ihr zu diesem Thema was sagen? Zum Thema Liebe, Natur, zum Alleine sein können? Oder soll ich ein nächstes Thema aufmachen? Das Thema war ja größer noch, ne? Wie geht es in die Zukunft, glaube ich? Ich meine, das mit der Natur, das kann ich auch unterschreiben. Ich bin ja vor 2 Jahren in die Oberpfalz gezogen, habe da großartige Menschen getroffen, tolle Natur. Ich fühle mich manchmal wie in Ostdeutschland, weil die ökonomische Situation in der Oberpfalz sich, glaube ich, nicht so sehr unterscheidet von der im Osten. Ich kann auch diese Karrieresachen unterschreiben, die Kevan erzählt hat. Ich kenne ja auch diesen Wettlauf. Ich wollte immer zeigen, dass ich als Ostdeutscher schon verdient nach München da berufen wurde, dass ich besser bin als die besten Westdeutschen. Das alles habe ich auch bin immer noch ganz gerührt von deiner Geschichte über den Hirnchirurgen. Das habe ich damals hinter mir gelassen. Als ich jetzt Kevan zugehört habe, über die Frage nachgedacht habe, fiel mir Václav Havel ein und sein Buch Versuch in der Wahrheit zu leben. Václav Havel, ja Dissident im tiefsten Sozialismus ab Mitte der 60er Jahre, schreibt Ende der 70er Antworten, die heute noch aktuell sind, weil seine Situation so ähnlich war wie der, in der wir uns heute befinden. Er schreibt damals schon Ende der 70er auch über die Gesellschaft, in der wir heute leben, weil er meint, eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Es geht in Ost und West immer um Ideologie. Für Havel ist Ideologie, muss man sich vielleicht erstmal dran gewöhnen, für Havel ist Ideologie die Machtinterpretation der Wirklichkeit. Also Ideologie ist die Machtinterpretation der Wirklichkeit. Man könnte sagen, die Tagesschau liefert die Machtinterpretation der Wirklichkeit. Der Clou bei Havel ist, dass er sagt, Ideologie ist immer auf Lüge aufgebaut. Egal wohin man schaut, die Lüge wird immer größer werden. Deshalb Versuch in der Wahrheit zu leben. Das ist dann auch meine Antwort auf die Frage, wohin ich in Zukunft gehen will. Also immer zu zeigen, dass es anders sein kann. Man muss die Lüge nicht mitmachen. Man kann ein Leben in der Wahrheit versuchen. Havel sagt, ihr könnt Parteien gründen, das bringt nichts. Ihr könnt Revolutionen planen, das bringt nichts. Ihr müsst das System sozusagen, ihr müsst dem System den Spiegel vorhalten, ihr müsst ihm zeigen, ihr müsst vor allem den anderen zeigen, dass sie in der Lüge leben, und durch das Beispiel werdet ihr irgendwann Erfolg haben. Er ist dann am Ende bestätigt worden, wenn auch 10 Jahre später. Was ich daran auch interessant finde, dass Leute wie Václav Havel schon ab Mitte der 60er Jahre gedacht haben, dass es jeden Tag zu Ende sein könnte, dass jeden Tag die Revolution kommen könnte, und sie kam dann irgendwie 20 Jahre später. Marathon hat Kevan vorhin das Wort verwendet. Es wird also lange dauern, aber versuchen, der Wahrheit zu leben, das ist das, was ich mache, weil ich habe mit meiner Frau ja zusammen so eine Medienakademie gegründet, wo wir 10, 12 Leute über ein Wochenende in den Journalismus einführen. Da entstehen dann auch kleine Sachen. Da entsteht dann jetzt so ein Regionalportal in Rosenheim, wo ein Rentner, der eigentlich schon dachte, er wird ab jetzt sein Leben genießen, wo der anfängt, Regionaljournalismus zu machen. Das, was es gar nicht mehr gibt, weil diese Regionalzeitungen ja alle in der Hand von diesen 10, 11 Milliardärsfamilien sind, die Kevan ja auch erwähnt hat. Der macht da was, was er, glaube ich, ohne uns, ohne unsere kleine Akademie nicht gemacht hätte. Das ist halt ein kleiner Baustein. Ob das am Ende zu irgendwas führt, weiß man nicht, aber zumindest für mich selber führt das zu einem guten Gefühl, nämlich nicht die Lüge mitzumachen. Ja, Robert, du fehlst noch. Deine Abschlussstatement. Das sind so viele tolle Gedanken dabei gewesen, und ich nütze das natürlich auch als Spiegel, weil ich bin ja durch meine Lebensbegleiter, meine 3 Hunde jeden Tag in der Natur. Die zu handeln ist das eine, aber ich habe natürlich dann auch auf der einen Seite die Gelegenheit, durch die wunderschönen Isarauen zu gehen, und gleichzeitig, was rede ich heute Abend, wenn wir wieder Sendungen machen? Also dieses Spiel zwischen, ich möchte mich informieren, ich muss mich informieren, ich will mich aber auch gleichzeitig rausnehmen. Das ist ein schwieriger Spagat. Also ein breiter Spagat, und da ist es halt wichtig, dass so die Mitte zu finden. Nicht zu sehr im Telegram-Universum verschwinden und eine Nummer nach der anderen sich reinziehen, aber auch gleichzeitig anders gesagt, wir müssen uns informiert lassen, aber gleichzeitig auch die Gelegenheit haben, das zu verarbeiten. Wenn man nur noch
Beispiel, Thomas, ich liebe ihn wirklich. Das ist, was der alles mir gezeigt hat und was wir durch ihn gelernt haben, ist super. Aber der ist nur am Machen, 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 Machen. Er müsste rausgehen, er müsste in die Natur gehen. Gott sei Dank hat er einen Hund. Das hilft ja schon mal, weißt du so. Und er ist halt ein Beispiel dafür, für viele Menschen von uns, die so verkopft sind. Weil viele Menschen, ich glaube auch, dass sie Angst haben, nach innen zu gucken, diese innere Seele, diesen Seelenanteil von sich selber zu entdecken. Gerade Menschen, die in diesem akademischen Betrieb sind, die sich da vielleicht gar nicht trauen, auf diese Seite zu gucken. Und ich kann jeden nur dazu aufrufen, dem Weg nachzugehen. Und weil letztendlich kommt es auf die Erfahrungen an, die wir sammeln in dieser Dasein, in dieser Welt. Und ja, also mein Aufruf ist einfach, aus jedem Tag das meiste mitzunehmen, nicht in die Angst verfallen, aber auch sich nicht verschließen davor. Wir können jetzt auch nicht einfach weggucken und die einfach machen lassen. Ja? Wir müssen denen schon die Stirn bieten, aber nicht mit Gewalt und Aggression und Hass, sondern eben auch so dieses, das was du gesagt hast, Nazis raus, ja, aber wohin? Ne? So, ja? Die Politiker müssen weg, aber dann, was ist mit denen? Weißt du, so? Das ist nicht einfach. Ich muss aber als letzten schlauen Satz vielleicht so, ich bin unglaublich dankbar, das mitmachen zu dürfen, auch in dieser Position mitmachen zu dürfen. Und ich habe ein wirklich schönes Bild von einer Zukunft vor mir. Ein ganz, ganz schönes Bild sogar. Ja. Ich würde, glaube ich, diesen positiven Ansatz so ein bisschen wirken lassen und so ausklingen. Oder ja, möchte Kevan noch was sagen? Ich glaube, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist für mich elementar wichtig, eine Zukunft, die sich von dem unterscheidet, was man uns schon vorbereitet hat, kann nur funktionieren mit einer gehörigen Portion Humor. Tut mir leid. Aber es geht's nicht. So, und was wir in den letzten Jahren erlebt haben und auch mit dieser Außenministerin, das ist ja eine Steilvorlage. Einfach das mal so ab und zu mal hören und denken, ist es das? Es ist lustig. Dann das Leben des Brian mal gucken oder Idiocracy. Lächelnd in diesen Irrsinn gehen und dann kann man etwas verändern. Weil wenn man sich nur als Journalist mit dieser gemachten Realität beschäftigt, das turnt ja ab, das macht Angst. Aber das ist nicht die Realität, das ist ein schmaler Spalt. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden, eben uns auch damit zu beschäftigen, dass das Leben auch lustig ist, verrückt ist und wir selbst auch mal bescheuerte Sachen machen, dann haben wir das, was wir wesentlich brauchen. Wir brauchen Humor. Wir brauchen mehr Leben, Liebe, Humor und Musik. Diese Kombination, glaube ich, wird uns stärken, sagen, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen. Und das ist mein Appell auch an die nächste Journalistengeneration, dass nur Beschreiben einer gemachten Realität, also einer Dystopie, turnt die Leute derart ab, da kann man sich gleich in sein Homeoffice verschließen. Wir müssen auch versuchen, ein anderes Bild zu zeichnen, wie es auch sein könnte. Und das geht eben nur, indem wir Zuversicht verbreiten. Auch wenn es dafür keinen Grund gibt, egal. Aber einfach Zuversicht verbreiten bedeutet nicht naiv zu sein, sagen, es könnte auch ganz anders sein. Erst glaube ich daran und dann mache ich das. Weil ich weiß gar nicht, wie es alles schief geht, ich weiß nur, wie es richtig geht. Lasst uns die Zukunft so machen, dass sie schön und positiv ist und dann kriegen wir das gemeinsam auch hin. Das ist mein Appell und das geht mit einer gehörigen Portion Humor. Ist so. Okay, dann Ralf noch das Schlusswort. Eins wollte ich jetzt noch persönlich loswerden. Kevan, du warst ein super Ken. Und darüber hinaus, also wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt viele Ansätze gehört, wie man damit umgehen kann. Der Robert sagt das richtig, bitte nie die Angst wegdrängen. Die Angst will angesehen werden und wenn man sie ansieht, kann sie sich auflösen und dann wird sie sich auflösen. Und wir, was uns allen ein bisschen genommen wurde in unserem Leben, ist Urvertrauen. Wir kriegen das nicht anerzogen, dass wir uns fallen lassen können. Aber ich glaube, wir sind jetzt dazu aufgerufen, mal zu schauen, wie wir an unserem Urvertrauen arbeiten können, ob es da nicht doch diese Kraft gibt, an die ich mich so in meinem nach innen richten wenden kann und das Gefühl habe, dir vertraue ich. Doch, da ist was, woran ich glaube. Und ich glaube, alle haben irgendwie ein Gefühl, nenn es wie du willst, Schöpfer, Gott, wie auch immer, Energie, aber irgendwie fühlen wir und wenn wir diese Tür wieder öffnen und die stark machen in unserem Leben, dann glaube ich, können wir es sogar schaffen, ohne dass wir die Stirn bieten müssen, diese Welt zu verändern. Und deswegen, ich Team Liebe. Danke.
Also, das waren total schöne Abschlussworte. Eigentlich ein wunderbarer Rundumschlag haben wir, glaube ich, hinbekommen. Ich denke auch, wenn wir dankbar sind, wenn wir jeden Tag vielleicht ein stilles Dankensgebet an den Schöpfer, ans Universum oder wo auch immer hinrichten, das richtet auch uns auf, es macht uns immer wieder klar, wie viel wir eigentlich haben. Und das Wunder des Lebens betrachten, in der Natur die Demut dabei zu empfinden, das sind ganz, ganz einfache, hochspirituelle Übungen, die jeder machen kann und die wirklich viel bringen. Und dieses in sich gehen, dieses Alleine sein, sich selber angucken, den Spiegel sich vors Gesicht halten, das ebenfalls. Und wenn wir uns selber, unser Ich finden, uns stärken, dann halten wir den Wahnsinn in dieser komischen Matrix, die man um uns drum herum aufgebaut hat, dann halten wir das auch gut aus. Ja, wenn wir Schluss machen, würde ich sagen, oder? Ich würde einfach dann das Dankeschön an unsere Zuschauer geben und auch an die, die uns hier verfolgen. Ja, verbreitet das einfach, die Liebe, den Frieden, die Dankbarkeit, und dann potenziert sich das von alleine. Dankeschön.